Anno 1800 ist draußen. Da habe ich aber wenig geschlafen letzte Nacht. Um euch das zu zeigen, wollt ihr dabei sein? Lass mal loslegen. Ja, nee, das ist echt nicht gelogen. Anno 1800 kommt heute raus. Hammer. Wirklich sehr, sehr gut. Im Vorfeld hatten wir schon die Möglichkeit, Vorabversion, Beta-Version, Closed und Open anzutesten, aber die waren meistens ein bisschen vom Inhalt begrenzt. Da durfte man nur auf die dritte Bürgerstufe aufsteigen. Und jetzt ist es endlich soweit. Gestern Nacht durfte ich das erste Mal weiter aufsteigen und meine Güte, ging diese Nacht lange. Aber dafür habe ich jetzt richtig Ahnung und will euch mit an die Hand nehmen, um euch das Ganze ein bisschen zu zeigen. Denn Anno 1800 ist mega komplex. Lass uns direkt mal reingucken. Das ist der Titelbildschirm. Sieht wunderschön aus, tolle Musik mal wieder. Ich drücke eine Taste und dann geht's los. Ich habe für euch extra alles auf maximale Details gestellt. Können wir noch mal reinschauen. Ich weiß, das interessiert euch, mich zumindest. Wir spielen hier auf 1080, also auf Full HD und haben alles auf Ultra. Außer eine Sache, die können wir noch mal hochstellen hier. Den Wuselfaktor sehe ich gerade. Den machen wir auf Ultra hoch, okay? Dann sehen wir wahrscheinlich ein paar mehr Männchen gleichzeitig auf der Karte. Das Ganze hier mit einer 2070 sollte flüssig laufen, tut's auch. Neues Spiel. Wir spielen die Kampagne. Die Kampagne ist im Grunde auch nur ein freies Spiel, aber mit vielen kleinen Story-Elementen. Ja? Diese KI-Gegner, die da drin sind, verhalten sich wie in einem freien Spiel. Und auch die Karte unterscheidet sich da nicht groß, außer dass sie natürlich im Vorfeld festgelegt wurde. Im freien Spiel habt ihr ja tatsächlich mittlerweile mehr oder weniger zufallsgenerierte Karten. Ihr könnt da auch ganz viel einstellen. Wir können ja mal reinschauen hier. Sucht euch die Leute aus. Die Wappen, das machen wir gleich noch mal für die Kampagne. Ich will nur mal kurz in den Übersichtsbildschirm für euch. Oh nein, da habe ich einmal zu weit gedrückt. Ah. Aber das ist mir auch schon aufgefallen im Vorfeld, diese Ladebilder und die Design... Ich will nicht, ja, Design Arts, Concept Arts nicht unbedingt, aber im Vorfeld werden ja immer so lustige Bilder veröffentlicht und das hier gefällt mir auch. Da sieht man gerade, wie sich die Leute prügeln. Mega hübsch. Und im Endlosspiel startet ihr denn so, ohne groß, dass viel erzählt wird, ohne große Story-Kampagne. Aber durch meine Dummheit müssen wir das jetzt noch einmal ganz kurz vom Titelbildschirm in die Kampagne starten. Machen weniger Hilfe, damit wir da nicht so oft unterbrochen werden. Und diesmal suchen wir uns wirklich einen aus. Und ich finde am sympathischsten den Typen. Der sieht so ein bisschen unschuldig aus. Ich mag seinen Bart. Suchen wir uns ein Symbol aus. Das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Aber es muss einem natürlich auch gefallen, oder? Wollen wir sowas nehmen wie einen Fisch? Oder zwei Fische? Schwer zu entscheiden bei so einer Auswahl. Wir nehmen das hier. Gut, Monokel und einen lustigen Schnurrbart. Unsere Farbe ist grün. Drücken auf Fortsetzen. Wir nennen uns Gonzo Gimmelfarb. Wunderschöner Name. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Ich schätze mal, das ist so eine Vorbestellergeschichte. Das geht hier leider aus dem Bildschirm nicht ganz hervor. Kann auch nicht geändert werden, steht hier, sobald ein Spiel begonnen hat. Wir haben hier alternative Skins für die Fahrzeuge. Wahrscheinlich sind die hübscher, man sieht nur leider nicht, wie sie vorher aussahen. So ist die Entscheidung ein bisschen schwierig. Wir lassen es jetzt einfach mal, oder? Gehen dann auf normal, wir wollen es uns jetzt nicht zu schwer machen. Ich will es euch ja in Ruhe zeigen. Und für den Anfang ist das gar nicht schlecht. Anno ist ja ein Spiel, das will man genießen. Und dann bin ich ein Typ, der erstmal ohne große, sich selbst Steine in den Weg zu legen mit der Schwierigkeit. Ich will das erstmal auf normal, ganz in Ruhe spielen, denn so eine Kampagne bei Anno dauert tatsächlich schwierig zu schätzen. Kommt natürlich immer auf eure Geschwindigkeit an, aber ich würde mal sagen, 40 Stunden kann man für diese Kampagne schon einrechnen. Und da geht sie los. Nimm mal die Maus hier raus. Und wir lauschen mal. Es ist eine Geschichte um Familie, Intrige, Tod und Liebe und Verrat. An dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich.
Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Pass auf, er redet, glaube ich, gleich weiter. Fischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Und wir sind im Spiel. Guckt euch das an. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Ist das nicht hübsch? Je weiter ihr die Kamera runterzieht, umso mehr Horizont seht ihr. Und umso mehr seht ihr natürlich von der Spielwelt. Und selbst hier in der 2070 auf 1080p, muss ich sagen, hat man da leichte Frame-Einbrüche. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt über den Stream, aber das sind keine flutschigen 60 Frames. Aber so spielt man das Spiel ja auch nicht aus der Perspektive. Man spielt das eher so aus einer Vogelperspektive und da muss man nicht so viel darstellen und dann läuft das dann auch flutschig. Los geht's, komm, das Ganze hier am Anfang, 5 Minuten dauert das und dann sind wir schon im Spiel. Ja, vorsichtig. Wir holen uns das Dynamit aus diesem Turm, Hans, schon an Bord und müssen jetzt zu diesen Fischen hier rechts fahren. Und schmeißen denen einmal ganz kurz hier Dynamit in den Weg. Sammeln die dann ein. Dynamitfischen kennt ihr. Viel einfacher als angeln. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Haben wir alles eingesammelt, bringen das hier hin. Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Oh, und ganz ehrlich. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Ich gebe das gleich ab, bleib locker. Ich will den Zuschauern einmal ganz kurz zeigen, wie hübsch das ist. Denn bei der ganzen Geschwindigkeit, die wir hier an den Tag legen. Was auch immer das ist. Und ich gebe das gleich ab. Schaut euch das an. Unglaublich viel Detail. Das hübscheste Anno, das ich jemals gesehen habe. Besonders das Wasser. Kriegt gleich so ein Urlaubsgefühl. Perfekt getroffen, finde ich, diese Küstenregion hier. Wie man unter Wasser gucken kann. Liebe das. Hier haben ein paar Felsen, Algen, Unterwasserpflanzen, schicker Leuchtturm, ein Wasserfall. Oh ja. Aber das Ganze wird ja noch viel schöner. Das ist nur eine kleine Ecke vom Spiel. Lass uns das mal abschließen. Die Fische haben wir abgegeben. Ich habe euch nichts nutzen schon. Ach, dieser verbrannte Gestank. Hier sind jetzt haben wir sie abgegeben. Beeilung. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Er hilft uns so ein bisschen, nimmt uns ein bisschen an die Hand. Er ist quasi unsere Kontaktperson zum Tutorial. Und wir reisen jetzt irgendetwas von dir nach Hause. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das? Ah, das hatte ich auch zu Hause, dass wir doppelte Tonspuren haben. Musst du uns beistehen? Ich bin jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte, komm nach Hause. Wir brauchen dich. Ich hoffe, das ist gleich weg. Ja, geht ja wieder. Ansonsten habe ich wirklich so gut wie keine Ungereimheiten jetzt hier in der Version vom Spiel noch entdecken können. Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. Genau, darum geht's. Der Vater ist tot und der böse Onkel, der ja dann eventuell ja der Bruder vom Vater ist, könnte auch
der Bruder von der Mutter sein oder Onkel kann man so, ne? Auf jeden Fall, Familienprobleme haben wir hier. All diese Häuser. Das ist seine Siedlung vom bösen Onkel. Wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Genau, diese Beisetzung. Das Begräbnis des Vaters. Die Umstände, wie es zu dem Tod kam, sind quasi Kern der Kampagne, der Story. Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Da ist der böse Onkel. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Ja, böses Blut. Trauriger Anlass. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Da ist es, unser neues Eiland. Meine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Und ich glaube, gleich geht's los. Gleich soll das Interface reinpoppen und dann sind wir mittendrin. Jawohl. Kapitel 1. Und ich hoffe, ihr seid entspannt. Ich hoffe, ihr habt auch einen leckeren Kaffee oder irgendein schönes, leckeres Getränk. Was, du bist macht's euch bequem. Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland? Ah, sei ruhig, böser Onkel. Wir gucken uns erstmal unser neues Zuhause an. Spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. So sieht das Ganze aus. Ist nicht allzu groß. Für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Hier haben wir ein kleines Gebiet, wo wir gleich siedeln werden. Helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Hanna, hast du noch viel zu sagen? Ich wollte nämlich sonst jetzt... Danke. Also hier werden wir gleich unsere Siedlung aufbauen. Ist klar, hier direkt an der Anlegestelle. Hier haben wir außerdem so eine geografische Trennung mit den Flüssen. Was aber nicht schlimm ist, wir können Brücken bauen. Die sind aber am Anfang relativ teuer. Die kosten 20 Holz. Das haut man nicht mal ebenso raus am Anfang. Und ihr seht hier, dass diese einzelnen kleinen Landstriche hier von diesen Flüssen getrennt sind. Hier im Nordwesten, kleine Besonderheit, hier haben wir tolle Ressourcen wie Öl. Oder Erze, hier haben wir Eisen, hier haben wir Kohle, aber ihr seht hier das Ganze getrennt durch so eine Felswand. Aber das geübte Videospielauge erkennt schon, dass die nicht von langer Dauer hier bleiben wird. Die werden wir doch hier, das ist doch, ne, da kommen wir doch später noch durch, die sprengen wir weg oder was. Und ansonsten ist hier nicht viel Platz, ja, nur noch so eine kleine Landzunge hier. Und dann fangen wir mal direkt los, wir haben nämlich schon hier unsere Aufgaben. Und der Anfang ist gar nicht so schwer, ich habe gerade schon im Chat gelesen, die Leute meinen, mit Anno, da werde ich nicht so warm, seit dem ersten Teil, schwierig. Aber das liegt vielleicht auch daran, und das kann ich vielleicht auch aus eigener Erfahrung einfach berichten, dass man manchmal einfach diese Komplexität, dass man da Angst vor hat. Dass man da keine Lust hat, das alles zu lernen. Das ist aber gar nicht so schwer. Ich hau jetzt mal richtig schön hier so einen Marktplatz in die Mitte. Das ist das Erste, was wir machen. Also ein Marktplatz ist das Zentrum einer Siedlung. Und deswegen ist dieser Marktplatz hier auch an erster Stelle. Also wenn man mal die Straße wegnimmt. Ja, die ist eigentlich an erster Stelle. Die benutzen wir gleich mal, um das Ganze hier zu verbinden. Das ist immer gar nicht schlecht. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man den Marktplatz überhaupt mit dem Hafen verbinden muss. Aber ich denke schon, ich wüsste nicht, wie sollen die Leute sonst an die Waren kommen. Naja, und direkt nach dem Marktplatz seht ihr schon die Häuser, die Bauernhäuser. Und davon hauen wir jetzt mal 10 hier einfach hin, ja? Ich würde sagen, damit es richtig schön ist, ziehen wir hier noch eine Straße. Ihr wisst, das Ganze muss schön aussehen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wir machen hier 2 Fünfer rein, dann haben wir 10 Häuser. Straße rum. Wunderbar. Und jetzt kommen die Bauern. Einer ist schon da von 10. Ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen.
Und jetzt müssen wir ein bisschen warten, dann kommen nämlich noch mehr Bauern. Das können wir beschleunigen, indem wir deren Bedürfnisse stillen. Die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zu fallen. Hier unsere Anlegestelle, die können wir später noch ausbauen. Herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Und das ist unsere Siedlung. Das liegt schon, das fängt doch schon richtig gut an hier. Die sieht gut aus. Gefällt mir. Was sind eure Bedürfnisse am Anfang? Ich denke mal Essen, ne? Da seht ihr das. Fische. Fische können wir aber noch nicht bauen. Da brauchen wir erst noch mehr Einwohner. Und um noch mehr Einwohner zu bekommen, brauchen wir aber noch mehr Holz. Denn wir haben all unser Holz ausgegeben, um diese 10 Häuser zu bauen. Das seht ihr hier oben, die sind die Ressourcen. Und diese Liste, die wird auch immer größer mit jeder Stufe, die ihr aufsteigt. Denn ihr bleibt nicht bei den Bauern. Die Bauern werden zu Arbeiter, die Arbeiter werden zu Ingenieuren und so weiter. Und dann kriegt ihr auch mehr Ressourcen. Und um Holz zu kriegen, müssen wir Bäume fällen. Ne? Machen wir hier? Wollen wir vielleicht? Hier sieht das doch schön buschig aus. Hier kann man doch bestimmt super Holz fällen. Können wir hier hinmachen, aber bevor ich das mache, zeige ich euch noch was, denn ihr müsst das nicht in den Wald platzieren. Ihr seht, hier ist zum Beispiel gar kein Wald. Und dann seht ihr diese Prozentanzeige. Hier würde eine Fläche von nur 59%iger Bewaldung vor uns liegen. Seht ihr hier zu wenig? Es würde aber 4 Minuten 45 dauern, um die auf 100% zu bewalden. Also könnt ihr überall bauen. Diese 5 Minuten sind in Anno-Zeit gar nichts. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Das hier ist der Chefredakteur von der örtlichen Zeitung. Und die können wir später auch ein bisschen beeinflussen, da kommen wir aber dann nochmal zu. Wir wollten gerade hier das da bauen. Einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Machen wir gleich 2, oder? Weil Holz, kann ich euch empfehlen, Holz braucht man. Nicht zu wenig. Und damit das Ganze auch abgeholt werden kann, müssen wir da eine Straße hinbauen. Aber diese Straße würde jetzt viel zu weit weg sein von unserem kleinen Kontor. Deswegen müssen wir was Neues bauen. Das Lagerhaus hier. Das Lagerhaus ist wie ein Kontor, nur an Land und holt die ganzen Waren. Während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Setz dich hier hin? Kann ich aber noch nicht. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Kann ich aber noch nicht, weil ich kein Holz habe. So, jetzt haben wir kein Holz, denkt ihr. Was machen wir denn nu? Wir haben hier so verlassene Ruinen. Wenn wir die doppelklicken, und das ist, glaube ich, kampagnenspezifisch, dann werden die abgebaut und dann kriegen wir ein bisschen Bonusholz. Das ist jetzt, glaube ich, eher eine spezielle Sache für die Kampagne. Und soll uns nur ein bisschen am Anfang helfen. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Was haltet ihr von der Position? Ja, schön dich dran. Und ich bleib extra hier am Rande, weil dieser ganze Raum hier wird für unsere Häuser und Wohngebäude reserviert, ja? Deswegen will ich gar nicht zu weit hier nach Osten mit meinen Produktionsstätten expandieren. Verbinden wir die ganze Geschichte hier. Extra ein bisschen Platz gelassen. So. Aber Holzstämme alleine machen noch kein Haus. Wir brauchen noch diese lustigen Holzbrett-Produktionsgebäude. Sägewerke. Sägewerke. Und zwar wollen wir da, machen wir gleich 2 von, oder? 1, Bretter, 2. Ich werde versuchen, nicht an den Sack zu denken. Wenn ihr nicht wisst, wie viele ihr davon bauen sollt, dann müsst ihr einfach nur mal ganz genau hinschauen hier. Geht ihr auf die Bretter und schaut hier, wie lange dauert es denn, um ein Holz, heißt das im Spiel, nehmen wir es mal, einen Holzstamm zu produzieren beim Holzfäller. Und da steht da 15 Sekunden. Und wenn ihr dann auf das Gebäude klickt, dann seht ihr, wie lange dauert es denn, einen Holzstamm zu einem Holzbrett zu verarbeiten. Auch 15 Sekunden. Das heißt, die sind ziemlich parallel geschaltet hier. Die brauchen beide gleich viel. Also braucht ihr auch nur eine Holzfällerhütte pro Sägewerk oder umgekehrt. Das Ganze verändert sich später noch ein bisschen mit verschiedenen Verbesserungsgebäuden, aber für den Anfang reicht das erstmal. Was noch fehlt, ist eine Verbindung nach Hause, hierhin. Und dann flutscht das Ganze. Die Gebäude müssen natürlich verbunden sein, damit das zum Kontor gelangt. Und jetzt haben wir die Basis gelegt. Jetzt können wir die Fische
fangen. Das machen wir schnell hier. Erstes Ding, eine Fischerei. Die muss verbunden werden mit dem Kontor. Und dann haben wir es auch. Und ihr seht, die Bedürfnisse sollten dann gleich hier ansteigen, denn jetzt werden langsam Fische gefangen, das beobachten wir hier. Die Prozentzahl steigt langsam, das ist die Effektivität des Gebäudes. Da wir es gerade gebaut haben, steigt das jetzt rapide an. Und wenn die nicht auf 100% ist, erkennt ihr auch immer, dass irgendwas im Argen ist. Schauen wir mal hier, die hier steigt gerade noch auf 100 an. Ja, wahrscheinlich. Unser Problem, es ist tatsächlich was im Argen. Jetzt gerade hängt es fest. Deswegen, seht ihr hier dieses rote Dreieck? Wir haben zu wenig Bauern. Das sehen wir hier oben auch nochmal. Die Bauernarbeitskraft ist bei minus 5. Es fehlen 5 Bauern, heißt das. Was machen wir? Ganz einfach noch ein paar Bauernhäuser hier hinsetzen, oder? Wollen wir die direkt hier neben? So, und was ist jetzt passiert? Ich hatte zu wenig Holz, um 6 Gebäude zu bauen. Ich hatte nur genug Holz für 5. Und eine der Neuerungen, eine der besten Neuerungen, ist dieses Blaupausensystem. In den Ruinen hier. Am besten, du siehst dort mal nach. Und zwar, was das macht, wenn wir keine Ressourcen zum Bau haben, setzt der nur eine Blaupause. Und so könnt ihr im Vorfeld schon planen, das ist wirklich gut. Man wartet kurz, jetzt haben wir genug Holz. Wir brauchen nämlich nur, glaube ich, ein Holz für ein Bauernhaus. Ja, seht ihr hier, 2. 2 sind das, 2 Holz. Und dann können wir das hier über Blaupausenmodus, zack, fertigstellen. Und dann haben wir auch genug Leute. Und dann sollte das jetzt hier auch auf 100% arbeiten. Seht ihr hier, alles gut, 100% hier, 100% da, dort und dort. Und dann habt ihr hier schon mal ein richtig gutes Holzproduktionsareal, was astrein funktioniert. Ah, und könnt loslegen. Nebenbei seht ihr hier an der Seite immer mit einem Auge, was unsere aktuelle Aufgabe ist. Da hangelt ihr euch ein bisschen entlang. Wir brauchen aber aktuell wieder Holz. Das Spiel hilft uns, indem wir hier noch ein paar Ruinen abbauen. Die sind hier überall verteilt. Doppelklick und das Ganze geht los. Die großen können wir noch nicht. Das kommt gleich, wenn wir neue Einwohner haben. Ihr müsst hier ein bisschen mit der Maus rüberhavern. Dann seht ihr, da zum Beispiel ist auch noch eine Ruine. Hier drüben sind auch noch welche. Es sollte aber erstmal reichen. Wir können anfangs nämlich, glaube ich, nur 50 oder 75 Holz überhaupt beherbergen. Zwischenziel erreicht. Und wir haben einen neuen Stadtstatus. Wie gut sind wir? Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Okay, machen wir. Sie sagt es uns gerade, wir haben genug Einwohner. Wie viele haben wir? Gesamte Arbeitskraft. Ja, über 100. Dann können wir auch die großen Dinge abbauen. So, aber wir haben jetzt hier mit 40 Holz gerade genug. Und da wir einen neuen Stadtstatus erreicht haben, können wir neue Gebäude bauen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Kleidung für die Leute. Das ist das nächste Bedürfnis. Und das Ganze ist auch unterteilt zwischen Bedürfnisse und Zufriedenheit. Bedürfnisse sind wichtiger. Zufriedenheit generieren, so habe ich das verstanden, dann am Ende das meiste Geld. Ihr braucht aber diese Zufriedenheit nicht unbedingt. Diese Bedürfnisse sind wichtig erstmal. Das ist das Primäre. Und das machen wir jetzt mit der Arbeitskleidung. Die einmal dieses Bedürfnis stillen. Arbeitskleidung machen wir aus Wolle. Wolle kriegen wir von Schafen. Schafe, wenn wir jetzt mal... Wollen wir die Schafe ganz... Ja, oder hier. Ich will natürlich, diese Gebäude kosten Unterhalt. Und deswegen will ich jetzt nicht direkt ein neues Gebäude platzieren, irgendwo anders auf der Insel. Und vielleicht beispielsweise hier sagen, okay, hier mache ich meine große Schaffarm-Ecke auf. Dann müsste ich ja, wie viel kostet das? Ihr seht das hier, das Lagerhaus kostet 20 Geld pro Tick. Und wir sind momentan von der Bilanz her noch nicht ganz so gut. Aber das haben wir gleich. Das ist ganz normal am Anfang. Unser Geld schwindet gerade ein bisschen, aber in 5 Minuten, sage ich euch, sind wir hier auf dem grünen Ast oder Zweig oder was auch immer. Setzt das hier hin. Und zwar so. Und das ist unser erstes Gebäude, was hier diese
Fläche, Weidefläche benötigt. Hier seht ihr, wir brauchen 3 Weideflächen. Wie groß ist denn eine Weidefläche? Das kriegt ihr raus, indem ihr da einmal raufklickt. Die haben verschiedene Größen. Die hier ist 3x3. Und das ist wunderschön, weil 3x3 würde ja bedeuten, wenn die selber auch 3x3 ist, dann können wir die einfach so platzieren. Und wir haben super schön symmetrische Schweinefarmen. Oder? Ist die nicht astrein? Wir haben die Schafe hier. Die können wir leider nicht anklicken. Das hatten wir schon mal bemängelt. Das habe ich den Entwicklern auch gesagt, dass ich das wichtig finde, dass die Schafe und alles angeklickt werden muss. Aber gut, was interessiert die, was ich sage? Wollen wir noch eine bauen? Gleich noch eine Schäferei. Wir schauen hier, braucht 30 Sekunden, um eine Wolle herzustellen. Und wir brauchen in der Weberei nur 30 Sekunden, um daraus eine Arbeitskleidung herzustellen. Am Anfang, diese ersten Gebäude bei den Bauern sind so einfach gestrickt. Ja, später wird das ein bisschen komplizierter, da müsst ihr ein bisschen rechnen. Aber, Leute, wisst ihr was, wollen wir da gleich, guck mal, wo wir schon mal hier sind, mache ich gerne gleich 2 davon. Weil je mehr Bürger wir bekommen, diese Bedürfnisse, die werden irgendwann weiter ansteigen. Und dann haben wir ein Problem. Seht ihr hier, ich baue da jetzt diese 2 Webereien hin. Das dürfte jetzt langsam auf 100% steigen. Wobei wir hier jetzt wieder sehen, okay, die Bauernarbeitskraft ist zu gering. Also neue Bauern. Können wir auch ziehen. So. Dann geht das fixer. Und so schnell geht das. Was sagt ihr dazu? Diese 41 Arbeitskraft sollte hier gleich einziehen. Das dauert immer ein bisschen. Ihr seht ja, der erste zieht ein. Und die ziehen nicht bis 10 von Anfang an ein, sondern erstmal nur bis 5. Mittlerweile bis 8. Das hängt hier mit diesen Bedürfnissen zusammen. Nur wenn die wirklich gestillt sind, dann kriegen wir hier auch 10 Leute rein. Und ganz ehrlich, wir können hier, wir haben genug Holz. Wir bauen gleich noch so eine schöne 6er-Gruppe hier rein. Da kann man jetzt... Oh ne, hier ist die Straße. Hat sich verringert. Da kann man jetzt übrigens viel schöner diese einzelnen Ecken, die manchmal in anderen Anno-Teilen übrig geblieben sind, ausnutzen. Aber natürlich kriegt ihr wieder später das Problem, dass spätere Gebäude wie eine Kirche oder so dann irgendwann nicht mehr so schön ins Stadtzentrum reinpassen, wenn ihr da nicht im Vorfeld schon plant. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Aber das macht nichts, das kriegt man raus. Jetzt haben wir hier ein Problem, was ist da los? Das ist die Arbeitskraft. Nicht genug Arbeitskraft steht hier, aber wir kriegen sie ja langsam rein. Ihr seht, das Ganze tickt langsam runter. Unzufriedene Bevölkerung. Was können wir denn nebenbei nochmal, während die Leute einziehen hier? Ihr seht, jetzt gerade kriegen sie ihre Kleidung. Jetzt wären sie gerade glücklich. Das sollte jetzt hier rapide steigen. Jetzt haben wir es. Jawohl, jetzt ist die Kleidung angekommen. Die Leute sind gut drauf und ziehen jetzt noch schneller ein. Was wir als nächstes bräuchten, wäre Alkohol und ein Wirtshaus. Alkohol in Form von Schnaps. Und das sollte... Wollen wir das mal ganz schnell machen? Ihr seht, ist direkt aufgepoppt, das nächste. Schnaps. Brauchen wir Kartoffeln für. Kartoffeln, würde ich auch sagen, setzen wir direkt hier in die Nähe, damit dieses Lagerhaus hier optimal ausgenutzt wird. Wobei wir jetzt schon langsam an der maximalen Kapazität kratzen. Das seht ihr dann hier, das sind die Laderampen. Diese 6 Felder und die sind hier mit diesen Wägen belegt. Hier seht ihr 2 Wägen oder Wagen, meine Güte, sind gerade mit Ausladen beschäftigt. Und wir haben hier noch 2 Rampen frei. Das ist ja gar nicht schlecht. Also, alles gut. Beobachtet es aber mal. Das sollte gleich knapp werden und dann müssen wir ausbauen, das Lagerhaus. Und das wird teuer. Kartoffeln brauchen wir, um Schnaps zu brennen. Also setze ich mal hier ein paar Kartoffelhäuser hin. Machen wir auch gleich wieder 2, oder? Lass mal gleich klotzen mit Kartoffeln. Wieder auf die Felder gehen. Und jetzt wird es speziell. Dieses Kartoffelfeld ist ein ganz, ganz tolles, weil das braucht 72 Felder. 72 ist übrigens noch wenig. Aber die Felder, seht ihr, sind 1x1 groß. Und das bedeutet, ihr könnt hier wunderschön diese Kartoffelfelder an so unebenen Küsten oder Gebirgsecken bepflanzen, weil da maximiert ihr denn wirklich den Platz, der euch zur Verfügung steht. Und ich zeige euch mal, wie ich das mache. Wir gehen hier einmal ran, komplett bis an den Strand und nutzen jede Ecke. Hier gehen wir nicht rein, weil das gehört ja hier, seht ihr, zu dem
Holzfäller. Deswegen hier die Ecke. Würden wir ihm da die Baumfläche wegnehmen, würde der vielleicht an Effektivität verlieren. Gut, wir haben jetzt 62 von 72 Feldern. 10 fehlen noch. Zack, das sind die 10 Felder. Und wenn wir hier raufklicken, können wir es nochmal bestätigen. 72 von 72, wunderbar. Dieser Kartoffelhof ist fertig, gleich der nächste. Und den schließe ich dann ganz einfach hier so an. Und ziehe dann so lange runter, bis der voll ist. Ja gut, komm mal, haben wir. Hier ist nur ein Feld frei. Aber das gibt mir die Möglichkeit, hier jetzt später noch neue Kartoffelfelder anzuschließen. Denn natürlich, der Alkoholkonsum wird steigen mit der Zeit. Nicht, weil die Leute immer mehr trinken, sondern weil wir immer mehr Leute bekommen. Setze ich hier direkt mal die Schnapsbrennerei hin. Machen wir auch gleich zwei von. Wir haben ja gesehen, eine Produktion, die 30 Sekunden dauert. Und hier das Gleiche. Jetzt gerade stand da nicht 30 Sekunden, ist klar, weil da natürlich noch keine Leute drin arbeiten. Aber wir haben gesehen, ungefähr 30. Und je mehr Leute wir kriegen, umso mehr wird konsumiert, dann müssen wir später noch ein bisschen expandieren und ausbauen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, ne, bei Anno. Dass das nicht final ist. Dass alles, was ihr plant, später mal zu Platzproblemen führen könnte. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Wir brauchen wieder neue Leute. Also lass uns mal hier ganz symmetrisch direkt auf der anderen Seite noch so einen Sechserblock ranfläzen. Oh, geht gerade nicht. Da ist noch so eine Ruine. Lass uns die mal abarbeiten. Oh, darf ich gerade nicht. Das hängt mit der Kampagne zusammen. Da müssen wir gleich einen kleinen Meilenstein erreichen, dann funktioniert das Ganze wieder. Zustand gespeichert. Ja. Das sieht doch gut aus. Sind das 6? Habe ich mich hier 1, 2, 3? Das sind 8. Ich habe eine Reihe zu viel gemacht. Ich würde gerne bei 6er-Reihen bleiben. Ihr kennt das. Das muss ein bisschen symmetrisch sein bei mir. Deswegen reißen wir das nochmal ab. Auf diesem einfachen Schwierigkeitsgrad, wenn wir es mal so nennen, dem normalen heißt er ja offiziell, kriegt ihr, glaube ich, sogar 100% euer Kosten wieder oder zumindest sehr, sehr viel davon. Und ich glaube, ihr könnt sogar Gebäude umsonst versetzen. Ja, da klickt ihr hier auf diesen Button, versetzen, nehmt das Gebäude und wenn ich mich nicht irre, dann kostet das nicht mal was auf diesem normalen Schwierigkeitsgrad. Das müsst ihr selber entscheiden. Das kann man abstellen oder teurer machen. Die Kosten dafür, fürs Versetzen von Gebäuden. So, ihr seht, ich habe jetzt noch ein paar Straßen gezogen, damit die Leute glücklich sind. Denn dieses Symbol, wie ihr hier sehen könnt, ist ja klar. Die Leute ziehen aus, die hatten keine Straße, die mussten durch den Matsch gehen. Das haben wir aber jetzt geändert, jetzt sind sie happy. Naja, noch nicht ganz, gleich sind sie happy. Die Zufriedenheit steigt jetzt bestimmt langsam an, denn sie merken jetzt, dass sie Fisch kriegen und Klamotten, richtig gute. Und dann werden sie glücklich. Und hier haben wir jetzt wieder eine positive Bilanz an Arbeitskräften. Und jetzt steigt auch unsere Bilanz, unsere monetäre, auch wieder ein bisschen an. Wir dürften bald in die schwarzen Zahlen kommen. Seht ihr, jetzt wo wir überall auf 100% sind, steigt das rapide. Die Schnapsversorgung, seht ihr hier, hat gerade reingekickt. Die ersten Kartoffeln wurden geerntet und hier in dieser Schnapsbrennerei abgefertigt. Jetzt brauchen wir noch ein Wirtshaus, um unser Produkt an die Männer, an den Mann zu bringen. Und das ist dann natürlich direkt hier das nächste Ding. Wirtshaus, seht ihr hier? Und das Wirtshaus ist eins von diesen Gebäuden, die müsst ihr dann hier in die Mitte eurer Stadt knallen, ne? Da gibt es noch andere, gibt es sowas wie das Rathaus, die Kirche, die Feuerwehr, die Polizei. Diese Gebäude, die ihr eigentlich auch aus anderen Aufbauspielen kennt. Die müssen dann immer in der Mitte irgendwo platziert werden. Daran quält mich jeden Tag. Sei ruhig. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Okay, jetzt will unser Onkel seine Schulden gerade direkt haben. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Das Gute ist, er will 4 Tonnen Schnaps haben. Kein Problem, 4 Tonnen Schnaps, die produzieren wir gleich in 5 Minuten weg. Weil wir haben ja gerade unsere Produktion angeleiert. Und wir können auch beobachten hier, wie das läuft mit dem Schnaps. Ihr seht, hier ist er. Und wir haben einen Schnaps im Lager. Ups, jetzt sind es plötzlich 3. Da ist gerade eine Lieferung angekommen und einer wurde gerade verbraucht. Jetzt sind es nur noch 2. Das sieht man alles wunderschön in Echtzeit.
Es war ja mal eine Zeit lang bei Anno so, dass da nur so Tendenzen angezeigt wurden. Plus 5, minus 4. Und da musst du dir einfach in einer positiven oder einer neutralen Tendenz bleiben. Das war ein bisschen, mir gefiel das nicht, vielen Anno-Spielern gefiel das nicht. Und deswegen sind sie jetzt, glaube ich, wieder zu altbewährten zurück. Und zeigen euch in Echtzeit ganz genau an, wie viel ihr von diesen einzelnen Waren hier habt. Und wenn wir das ein bisschen weiter beobachten, müsste die eigentlich, seht ihr, 5 langsam steigen. Und 5 ist mehr als 4, also können wir jetzt hier diese Aufgabe von Edward abschließen. Da kommt er, der Haken. Zack. Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Gut, oder? Jetzt haben wir die erste Schuld bezahlt. Das war aber nicht das letzte, hat er ja selber gesagt. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast... Jetzt möchte er von uns die Arbeitskleidung haben. Aber wir sind so weit vorne, wir haben so viel Arbeitskleidung. Guck mal hier, 21, können wir ihm direkt geben. Hier, hast du das Zeug. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, ja, mein Herr. Ich finde es wirklich teilweise auch super gut, was sie faseln. Und es gibt später, sehen wir vielleicht noch diese Expedition. Unseres Onkels denn keine Grenzen? Schiffsexpedition zu fernen Orten, und da kommen auch dann so zufällige Ereignisse mit viel Text und Gerede. Sehr spannende Geschichten kommen da. Hier den Stern, da werden wir gleich mal draufklicken. Wir wollten kurz das Wirtshaus platzieren, ja? Machen wir das mal? Das passt doch hier wunderbar hin, oder? Was sagt ihr? Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. So, jetzt können wir das wegmachen. Kleiner Doppelklick erledigt das. Und dann seht ihr auch hier schon die Arbeiter, wie sie da rumlaufen und alles auseinanderbauen. Und dann haben wir gleich ein bisschen mehr Holz. Brauchen wir eigentlich gar nicht, denn wir sind mit 75 Brettern schon am Limit. Wir können das Limit natürlich erhöhen. Jetzt aber noch nicht. Auf der nächsten Bevölkerungsstufe können wir ein paar Hafengebäude bauen. Unter anderem das Lagerhaus. Das würde uns da helfen. Und immer wieder passieren so Zufallsereignisse wie dieses kleine Sternchen. Da klicken wir dann drauf. Das Leben hier ist wie eine frische Brise. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Ah, ich glaube, jetzt hatten wir einen kleinen Konflikt. Normalerweise faseln... Eine ehrliche Arbeit. Ah, nacheinander. Okay, jetzt redet sie. Sie hat ein bisschen Arbeit für mich. Und hier seht ihr schon Wimmelbildaufgabe. Das kennt ihr vielleicht aus vorangegangenen Anno-Teilen. Das sind Aufgaben, in denen ihr eure Stadt durchsuchen müsst, filigran. Und das konnte nerven, ist aber auch manchmal ganz witzig. Und jetzt beim neuen Anno habt ihr die Wahl, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ihr müsst es nicht, aber wir machen das einmal. Ich finde es immer ganz gut. Und je kleiner die Stadt ist, umso einfacher ist das. Außerdem... Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Was sucht sie? Sie sucht, finden und holen sie die streunenden Hunde. Genau, jetzt suchen wir diese streunenden Hunde. Da suchen wir mal, zoomen wir mal ein bisschen dran. Und wir sollen wie viele streunende Hunde finden. Das steht hier gar nicht. Also legen wir mal los. Hier ist ein streunender Hund. Seht ihr den? Ein Schäfchen im Garten. Nee, der streunt nicht. Wo sind denn die streunenden Hunde? Da sind streunende Hunde. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. Ja, und wir haben bekommen frische Milch einmal. Na, das ist natürlich am Anfang noch nicht viel. Später gibt es ein bisschen mehr. Was mir aufgefallen ist, was euch auch sehr schnell auffallen wird, ist, dass diese streunenden Hunde nicht nur einmal existieren. Oder weggelaufene Kinder oder böse Mobs, die durch die Stadt ziehen oder sowas. Von denen gibt es immer ein Vielfaches von dem, was ihr finden müsst. Wenn ein verschollenes Kind existiert, bedeutet das, das Spiel generiert 3, 4 oder 5 verschollene Kinder irgendwo, damit ihr auch ja das Kind findet. Das ist mir nur aufgefallen, finde ich jetzt nicht schlimm. Macht's euch einfacher. Aber es kann passieren, dass wenn ihr, ist mir zumindest passiert, wenn ihr ein verschollenes Kind am Fluss suchen müsst, dass denn diese zufällig generierten Kinder dann plötzlich hier nebeneinander liegen. Dieses eine Kind liegt dann hier zweimal, weil der Computer bei der zufälligen Platzierung da einen kleinen Fehler gemacht hat. Aber das nur am Rande. Ganz eine Mini-Kleinigkeit. So, wir sollen... Suchen Sie Ihren Cousin in der Umgebung von Edwards großer Ausstellung, wo er einen Aufstand anführt. Ja, wo ist denn Edwards große Ausstellung? Ganz einfach, ich klicke hier drauf. Suche unseren Cousin. Nee, Quatsch. Ich klicke hier einmal drauf. Nee, Quatsch. Ich klicke hier rechts drauf. Nee. Ich klicke hier drauf. Ja, genau, da klicke ich drauf. Und jetzt müssen wir hier den Cousin finden.
Wo ist mein Cousin? Ja, ich hab sie neulich beim Hut. Da ist mein Cousin. Er führt gerade einen aufgebrachten Mob an. Und der Streik dieser Mob zieht durch die Straßen von seiner Weltausstellung, die hier gerade konstruiert wird. So weit sind wir noch nicht. Das ist Endgame, das machen wir später. Die verschlingen unglaublich viele Ressourcen. Aber klicken wir mal unseren Cousin an hier, ja? Klick. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Seht ihr die hier? Hui! Hui! Ja, die streiken. Und springen hier durch die Gegend. Die streiken wahrscheinlich für mehr Rechte für Kängurus oder so. Nun ja, wir sollen 5 aufständige Mobs anklicken. Hier ist einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. 2, 3. Wo sind die anderen? Sollte man recht schnell finden. Denn wie gerade gesagt, hier sind jetzt mehr zu finden als die 2 verbleibenden eigentlich. Die sieht ganz schick aus, die Stadt von Edward, ne? Muss man mal sagen. Da kommen wir aber auch noch hin. Da kommen wir wirklich auch noch hin. Die sieht wirklich gut aus. So, wo ist der böse Mob? Wir suchen immer noch Mobs. Mobs. Hier ist... Nee, das sah nur so aus. Böser Mob. Zeig dich. Hier, da sind gleich ganz viele Mobs auf einmal. Seht ihr, das sind doch 3, oder? Einer. Da drunter ist noch einer. Und hier ist noch einer. Hätten wir. Ein Leben ferner von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, da ist unsere Insel. Mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Ja, so soll unsere Insel auch mal aussehen. Aber gut, jetzt haben wir die Leute gefunden. Die sind hier auch unglücklich mit dem Edward. Und wir sollen sie jetzt zu uns befördern. Denn die Leute wollen auswandern. Wählen Sie den Redakteur und seine Mannschaft in Edwards Hafen aus. Da müssen wir nochmal draufklicken. Die warten hier schon am Hafen und wollen rüberschippern zu uns. Haben auch ein eigenes Schiff. Das hier. Haben wir Glück gehabt. An Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Und da startet der nächste Abschnitt. Haben wir schon mal einen Chat geguckt? Dass Sie jetzt schon meine Arbeiter entführen. Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Oh, das sieht schick aus. Ja, viele Leute im Chat. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Sir Archibald Blake. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. Wie gut das aussieht. Guck, wie das Schiff da angebraust kommt. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen.
In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. So, wir haben ein Flaggschiff. Unser erstes Schiff. Wir dürfen noch nicht Schiffe bauen. Da brauchen wir ein Patent für. Aber wir haben jetzt eins. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Da ist es. Die Karthago, unser Flaggschiff. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. So, und das Erste, was ihr machen solltet, ist, wenn ihr dieses Schiff habt, einmal quer über die Karte segeln. Zack, gebt ihm mal ein Kommando, siedel mal nach Süden, schipper mal nach Süden, denn ihr seht ja auf der Minimap links unten, ne, seht ihr, oh ja, guck mal, seht ihr doch, da seht ihr die Minimap und da ist ja noch gar nichts entdeckt. Nur zwei Inseln, eine davon gehört mir und die anderen gehört Edward. Und wir haben aber auch noch eine dritte Insel gefunden, das ist die hier und das ist eine kleine Insel von Archibald Blake. Archibald ist auch ein guter Name, ne? Meint ihr, der kommt bald wieder? So, ich schätze mal so, in ein, zwei Generationen heißen die bestimmt alle wieder so um 1800 oder so. Fällt mir nur gerade auf. Ich würde gerne Archibald heißen, jetzt gerade in diesem Moment. Aber lass uns mal gucken, hier gibt es nämlich Probleme und das ist das, was ich angekündigt hatte. Wobei, das ist gar nicht schlimm. Das ist ein gutes Problem. Das hier sind volle Lager. Und ich könnte mir schlimmere Sachen vorstellen als volle Lager. Wir haben einfach so viel Holz, dass nichts mehr reinpasst. Also lass mal ein bisschen Holz an den Mann bringen. Hier wollten wir doch noch. Jetzt, wo wir den Weg geebnet haben, passen hier die Häuser hin. Wir sollen ausbauen zu Arbeiterhaus. Wir haben schon die neue Stufe erreicht. Denn mit dem nimmt mehr Platzierung des Wirtshauses haben wir das letzte Gebäude platziert. Naja, nicht ganz das letzte. Hier ist noch eine Feuerwache. Und diese Feuerwache, die davon, ja, brauchen wir vielleicht zwei Stück, um das Ganze. Ich würde hier eine platzieren wollen und hier eine platzieren wollen später. Anfangen können wir natürlich erstmal hier, aber dann müssen wir sie ja später, naja, ich würde es gerne gleich richtig platzieren. Und das mache ich, indem wir mal sagen, nee, komm, Leute, wir machen das so. Wir platzieren das Ding hier hin. Ist nicht so wie bei den anderen Teilen, dass die Leute sofort einsatzbereit sind. Hier werden erst die mutigen Feuerwehrleute ausgebildet. Machen wir hier nochmal eine Straße rum für den extra kurzen Feuerwehrweg, falls auf der anderen Seite was brennt. Das Emporium Exotik freut sich über deine Gunst. Wenn du sie dir leisten kannst. Dadurch, dass wir jetzt hier gerade durch unbekannte Gewässer schippern, seht ihr, dass wir neue Inseln entdecken. Und die eine oder andere Insel ist vielleicht sogar besiedelt, wie die hier. Und die hat uns gerade gegrüßt, die Dame, die hier ihren Hafen hat. Emporium Exotique. Wenn du etwas suchst, kann ich dir helfen, es zu finden. Madame Kahina. Mit der können wir handeln und so, ne? Die kriegen wir auch richtig gute Items. Und die gibt uns auch hier direkt eine Aufgabe. Aber ich will mich gerade nicht von Aufgaben ablenken lassen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich will ja hier möglichst schnell voranschreiten. Und dann müssen wir auf diese kleinen Nebenaufgaben verzichten, weil die kosten uns noch mehr Zeit, obwohl sie tierisch Spaß machen. Später machen wir die. Aber wir wollen mal möglichst schnell die Stufen aufsteigen, denn das ist jetzt gerade das Ding. Wird nur dürftig von seiner Tat. Ditchwater hat ja alle Bedürfnisse gestillt. Auch die der Zufriedenheit. Und das bedeutet, hier können wir jetzt unsere Gebäude aufsteigen lassen. Die Bauern wollen jetzt Arbeiter werden. Und das mache ich immer vom Zentrum aus. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wir haben jetzt zwei Arbeiterhäuser gebaut. Das hat natürlich ein bisschen Ressourcen gekostet. Ihr seht auch, wie viel, wenn wir da drüber hafern. Das kostet nämlich zwei. Wie heißen die Dinger hier? Ziegelsteine. Den ersten passionierten Reportern und sechs Holz. Ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Nee, Quatsch. So ein Quatsch, um auf die nächste Stufe aufzusteigen. Auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Die aktuelle Stufe kostet nur vier Holz. Und da wir so viel Holz haben, machen wir da direkt nochmal zwei.
Wir sollen 150 Arbeiter beherbergen? Ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. 150 Arbeiter, wie viele Häuser sind das? In ein Haus passen 20, also brauchen wir, sagen wir mal, 8 Häuser. Dann haben wir 160, also noch 4. 1, 2. Und wir können das auch hier mit dem Button machen, wenn euch das zu viel ist. Dann kriegt ihr das auch angezeigt, welche Häuser aufsteigen können. 3, 4. Dann sollte das hier langsam hochticken. Entfernen Sie verlassene Schmelzhütte. Welche meinst du, die hier? Ein Neuankömmling, so wie einst der alte Willy hier. Halte dich einfach an mich, dann wird schon nichts. Den ganzen Kram, der hier im Weg ist, den müssen wir mal entfernen. Denn ich glaube, auf dieser Insel werden wir gleich, hier sehen wir es ja schon, Lehm abbauen. Hier ist auch noch Lehm, daraus stellen wir Ziegelsteine her. Und jetzt, da wir unsere Siedlung ja so ein bisschen verbessert haben und da etwas reichere Leute wohnen, Leute mit richtigen Fenstern und Türen und Gebäuden aus Stein und nicht hier diese Holzhütten, naja, wobei, die sind teilweise auch aus Stein, ne? Eigentlich sehen die richtig, besonders das hier ist ja mega hübsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde vielleicht doch lieber, naja, wobei, die sind auch Hammer. Wie gut die aussehen. Und die sind alle auch so schön platziert und gedreht, dass einem überhaupt nichts auffällt, dass mal vielleicht ein Gebäude doppelt dabei sein könnte. So gut sieht das aus, oder? Klar haben wir wieder so eine leichte, dieses Grid, ja, dieses Raster, nach dem wir bauen, was ihr hier natürlich immer wieder seht. Das zieht sich durchs ganze Spiel, aber so funktioniert das Ganze nun mal. Und das stört mich gar nicht. Klar, sieht das dann ein bisschen generiert aus manchmal, aber wenn man das vergleicht mit anderen Anno-Teilen, ist das schon enorm hübsch und gut und super gelöst. Zu viele Transporter, Laden verzögert sich. Jetzt haben wir das Problem, was ich vorhin angesprochen hatte. Ihr seht hier, 2 Karren warten, weil wir nur 2 Laderampen haben. Und diese 2 müssen warten. Also lass das mal schnell ausbauen. Dazu brauchen wir aber 20 Ziegelsteine. Das ist eine ganze Menge. Wir haben nämlich 0. Also schauen wir mal, was können denn die neuen Arbeitergebäude? Das erste wäre eine Ziegelsteinproduktionsstätte. Die setzen wir, haben wir gesagt, hierhin. Und da die Lehmgrube 30 Sekunden braucht, um einen Lehm zu produzieren, brauchen wir 2 Ziegeleien. Denn eine Ziegelei braucht 1 Minute. Könnt ihr mir folgen? Ja, ne, so schwer ist das doch nicht. Und vielleicht setzen wir das. Ja, Mann, das. Oh, wie ist es denn am hübschesten, Leute? Ja, komm, einfach so, ja? Wir brauchen natürlich wieder das Gebäude, das das Ganze einsammelt, das Lagerhaus. Das Lagerhaus kommt hier in die Mitte. Wir haben noch mehr vor mit diesem Landstrich. Ja, gefällt mir das. Wir binden das Ganze mit einer Straße. Die mache ich hinten rum, um ein bisschen Platz zu sparen. Und Katsching. Nee, das war doof. Hier müsste eigentlich die Straße langlaufen. Nehmen wir die wieder weg. Nee, nicht die. Rechte Maustaste drücken, dann brecht ihr alles ab. So. Das gefällt mir schon besser. Was ist das Problem? Das seht ihr hier oben. Die rote Zahl. Wir brauchen noch 20 Arbeiter. Arbeiter waren die Jungs hier in den hübschen Häusern. Wie ihr hier seht, sind die wieder nur zur Hälfte besetzt, weil wir haben ja noch so gut wie gar keine von den Zufriedenheits- und Bedürfnissen gestillt. Von den Anforderungen. Also haben wir jetzt die Wahl, entweder setzen wir neue Arbeiterhäuser hin, da ja 10 Leute immer einziehen, das sind die alten Bauern, die zu den Arbeitern aufgestiegen sind, oder wir stellen das Bedürfnis nach Wurst. Und wenn wir das Bedürfnis nach Wurst gestillt haben, dann sollten ein paar neue Leute einziehen. Wir nehmen die kurze und schnelle Variante und bauen hier einfach schnell diese beiden Häuserchens aus. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Und werden jetzt die Wurstproduktion anheizen. Denn die Ziegelsteine werden produziert, alles ist gut, hier läuft alles, ihr seht das.
fehlende Ware, dieses Symbol ist natürlich gleich weg, wenn diese Lehmgrube so ein bisschen angelaufen ist. Ne? Hier, die fängt doch gerade erst an zu arbeiten. Und da kommt auch, seht ihr, können wir beobachten. Die erste Lieferung. Können wir auch anklicken, dann seht ihr, ein Lehm ist drin und wenn das ausgeladen ist, verschwindet das Symbol. Alles wunderbar nachvollziehbar. Komm, verschwinde, du Karren. Ihr seht, wie lange der braucht, um das auszuladen. Das verändert sich auch, ne? Diese Karren werden besser. Später gibt es sogar Eisenbahnen. Wir werden diese Straßen hier mit Ziegel pflastern. Dann wird alles schneller gehen und besser. Und wir sollen 150 Arbeiter. Ja, das ist die Geschichte. Wo waren wir? Die Wurstproduktion. Wo baut man am besten Wurst an? Ein Funke, der zu einem Feuersturm wird und die ganze Bourgeoisie verbrennt. Freiheit und Gleichheit für alle. Ah, okay. Ich würde jetzt ungern hier die Wurstproduktion direkt ranknallen, denn wir haben ja jetzt hier tatsächlich schon so ein leichtes logistisches Problem, was unsere Laderampen angeht. Ihr seht, hier immer wieder muss jemand warten. Das könnten wir korrigieren, indem wir ein neues Gebäude dieser Art bauen oder indem wir schnell versuchen aufzusteigen, um diese 20 Ziegel zu kriegen. Ja? Da sollten bald die ersten Ziegel auch nach Hause geliefert werden, die hier noch keine im Lager, aber gleich geht's los. Da ist einer im Lager. Die werden bald nach Hause gefahren. Oh, hier liegen welche. Hier auch. Wir müssen noch ein paar Ruinen hier kurz einmal doppelklicken, damit sie ihre Ziegelsteine ausspucken. Da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine. Da auch noch. Diese Ruinen gleich da. Da. Haben wir sie. Ich glaube, das sollte alles gewesen sein. Wunderbar. Und ich würde sagen, hier können wir die Schweineproduktion hinmachen. Aber wir machen sie nochmal woanders hin. Weil hier ist so viel Platz. Die Schweineproduktion wird nicht sonderlich groß sein. Und vielleicht sollten wir auch, weil wir es hier aus unserer Ziegelproduktion mit der Lehmgrube, ich würde gerne hier noch eine zweite Lehmgrube annektieren, damit das Ganze ein bisschen schneller geht mit unserer Ziegelproduktion. Übrigens, hier liegt schon wieder ein Ziegel. Also setzen wir hier das Lagerhaus hin. Wo setzen wir das? Ne, wir setzen erstmal die Lehmgrube, dann können wir uns besser orientieren. Lehmgrube. Ja. Direkt daneben die Ziegelei. Dann das Lagerhaus. Jetzt hat das genau die gleichen Footprint. Fußabdruck. Ja, passt hier wunderschön direkt daneben. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen diese Lehmgrube mega effektiv mit Doppelgemoppel hier und dann eine Straße drumherum ziehen. Dann haben wir doch eine schöne Lehmproduktionsecke hier. Und dann wollten wir eigentlich die Wurst hier produzieren. Das machen wir, indem wir... Wie groß ist eine Metzgerei? So groß? Dann lass uns doch mal die Metzgerei hier hinsetzen. Dann können wir... So machen wir das. So setzen wir dann die Schweinefarm daneben. Jetzt müssen wir der Schweinefarm wieder nur ein paar Felder geben. Schweineställe, das machen wir hier. Wie viel brauchen wir davon? Das steht dann da. 5 Stück. Die sind 2x3 groß. Also legen wir los. 1. Ja, hier ist ein bisschen frickelig. 2. 3. Vier, fünf, ja komm, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht ganz so, wie ich es mir wünsche, aber der Plan ist halt, ich will hier später eine Straße durchziehen. Deswegen habe ich die so platziert, weil wir müssen ja hier rüber. Na?
Wir müssen hier rüber. Jetzt liegt das Holz hier im Weg, oder was? Probieren wir es nochmal. Bis hier. Kriegen wir hier noch die Brücke jetzt rüber? Ja. Ziehen wir hier lang. Zack, und dann haben wir das Ganze verbunden und ist diese Ecke verbunden und dann würden wir tatsächlich die ersten Produkte produzieren für die Arbeiter, unsere zweite Bevölkerungsstufe. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz in die Werbung. Ich mache auf Pause, damit ihr nichts verpasst. Oder? Nee, ich mache nicht auf Pause, dann kriegen wir Ressourcen. Wir lassen das weiterlaufen. Ja, da seid ihr. Und ich gucke in den Chat und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hey, hey, hey. Gerade im Chat gefragt, wieso baut er denn jetzt die Schweinefarm neben die Lehmproduktionsstätte? Und damit steigen wir direkt wieder ein. Das hat gar nichts miteinander zu tun. Die sind zwar direkt hier nebeneinander, aber die Lehmproduktionsstätte beliefert hier diese Ziegeleien und die Schweinefarm hier beliefert diesen Schlachter. Nee, warte mal, andersrum. Diese Schweinefarm beliefert diesen Schlachter. Das ist eine Produktionskette, das ist eine Produktionskette. Die sind zwar nebeneinander, aber die beliefern sich nicht gegenseitig. Es kann zwar sein, dass hier hinten die Leute aus der Ziegelei auch mal ein Würstchen essen, aber ansonsten haben die nichts damit zu tun. Wundert euch da nicht. Übrigens die ganzen Symbole hier. Keine Anbindung an den Hafen. Hier haben wir noch was vergessen. Ja, das Ganze muss auch noch an den Hafen angebunden werden. Das machen wir mal kurz so. Jetzt ist das rote Symbol weg. Jetzt sehen wir hier, das müssen wir kurz auch in den Griff kriegen. Wir brauchen sehr viele Arbeitskräfte. Das heißt mal ganz schnell hier einen Haufen neuer Häuser platzieren. Die ganzen brauchen natürlich auch eine Straße. Das habe ich euch auch gar nicht gezeigt. Ihr seht hier diese leeren Plätze. Die könnt ihr belegen, ne? Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ey, ich will aber garantiert alle 5 Minuten eine Metzgerei bauen, weil das mein Lieblingsgebäude ist, dann legt ihr die hier hin und dann habt ihr immer schnell Zugriff auf die Metzgerei und könnt sie immer platzieren, wenn ihr sie benötigt. Das könnt ihr mit dem Rechtsklick wieder wegmachen. Weil ich glaube, die Metzgerei war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. So, da müssen wir uns beeilen, denn die Leute hier fühlen sich schon einsam ohne Straße. Ziehen wir die hier rum, das korrigieren wir gleich, keine Angst. So, wunderbar. Dann müssen wir hier diese hässliche Ungereimtheit einmal entfernen. So. Wir brauchen eigentlich noch mehr Einwohner, wir haben ja genug Holz, ne? Eigentlich brauchen wir noch viel mehr Einwohner. Und setzen jetzt, würde ich sagen, hier an. Da noch ein 6er Unken. Komm, dann machen wir gleich noch einen. An Arbeitskraft. Straßen. Wunderbar. So, jetzt ziehen die Leute hier ein. Ein paar lassen wir jetzt aufsteigen. Ich würde sagen, vielleicht die hier. Sie haben neues Zwischenziel erreicht. So. Wir sind eine Hafenstadt. Jetzt hier neue Gebäude gekriegt. So greift das Hand in Hand. Und jetzt müssen wir einen kleinen Tick warten, dass die Leute auch einziehen. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Ihr seht, die steigen immer noch nicht. Die machen das Haus immer noch nicht voll. Sind immer noch zu wenig Bedürfnisse erfüllt. Das nächste wäre vielleicht das Brot, das wir parallel erfüllen können. Die wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Eine kleine Parallelaufgabe wieder von Edward, dem nervigen Onkel. Ich habe Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Leute, wisst ihr was? Ich schlürfe mal ganz kurz an meinem Kaffee. Wir gucken mal ganz kurz hier dieser Siedlung zu, wie die Leute einziehen. Und wir schauen in den Chat einmal ganz kurz. Dem sind wir noch gar nicht gerecht geworden, falls da irgendwelche Fragen gibt. Also erstmal Grüße an Max Montezuma, 4 Freunde, K24, Pluff MVP, Ravioli Bean, Xagon, Viona, Crazy Business, der nette Erich, Choice, der Godspeed, Brillenträger Boninken, Revenger E, Frank Kams Süchtling One,
Lord Mr. B. Niemand. Hollywood. Hey, Nachtbacke. Und jetzt können wir ja mal, wenn man dann auf den Chat schaltet, sieht man, dann seht ihr vielleicht, wie schnell das denn manchmal so durchrattert, wenn ihr nämlich mitkriegt. Oh ja, jetzt hat sich's gerade wieder beruhigt, ja. Aber dann manchmal springt das recht schnell und dann wird das schwer zu lesen. Aber da seid ihr denn alle. Ich grüße euch. Eine Frage von Ille96 da in der Mitte. Was denkt ihr, ist Anno 1800 zu komplex für Genre-Neueinsteiger? Nein, denke ich nicht. Also man muss natürlich schon seine 1, 2, 3, 4, 5 Stunden mitbringen, um das Ganze ein bisschen draufzukriegen, ein bisschen zu üben. Ihr habt das nicht von Minute 5 an komplett verstanden. Aber das macht ja auch den Reiz aus des Spiels. Es gibt so viel zu entdecken und zu optimieren. Ah. Anno hat ein Tutorial mit drin, sagt der Godspeed. Ja, richtig, das Ganze ist ja auch im Grunde das Tutorial hier, was wir gerade spielen. Sozusagen, diese erste Mission, da wird man ja an die Hand genommen. Beziehungsweise, wir haben ja die Hilfe ausgeschaltet. Die ist ja jetzt minimiert, aber ihr könnt ja ganz am Anfang, falls ihr euch erinnern könnt, noch mehr Hilfen zuschalten. So. Selbst auf schwer kann man nicht pleite gehen. Ja, ja. Nee, wir reden heute über Anno, nicht über Sekiro oder World of Tanks. Na gut, wir gehen mal wieder rein. Gespeichert. Wir sollen ja 4 Tonnen Segel liefern an den guten Edward. Dazu brauchen wir die Segelproduktion. Und das hier ist noch ein ganz interessanter Button, weil... Ah nee, Quatsch. Den hier meine ich. Da haben wir gleich mehrere Gebäude, die dann da aufpoppen. Eine ganze Menge. Noch gar nicht alle sind für uns zu bauen. Aber das sind hier verschiedene Hafenelemente. Von der Kaimauer über die Schiffswerft hin zum Depot, Hafenmeisterei, Geschützstellung oder Kanonenturm. Letzten beiden sind dann natürlich so defensive Gebäude. Da brauchen wir dann Kanonen für, um das zu bauen. Man sieht auch immer schon in der Vorschau, was man dafür benötigt. Ganz rechts unten seht ihr das Symbol für die Kanonen mit dem roten Dreieck. Da sehen wir schon auf den ersten Blick, das können wir noch gar nicht. Da brauchen wir erst die Kanonen. Aber der schlaue Fuchs sieht schon hier unten, die Kanonen sind ja gar nicht weit, die Produktionsstätte. Mit 300 Arbeitern wird das Ganze hier freigeschaltet und dann sind wir auch kanonentechnisch ganz weit vorne. Aber lass uns da mal hinkommen und das tun wir, indem wir vielleicht erstmal ein bisschen Brot backen. Oder? Nee? Immer noch bei 42. Ich hatte gehofft, dass während wir in den Chat gucken, so ein paar Leute einziehen. Haben sie aber nicht. Also müssen wir ein bisschen nachhelfen. Nochmal ein paar Gebäude hochziehen hier. Und jetzt sind wir in einer positiven Bilanz, was die Arbeitskraft angeht. Jetzt haben wir keine Mali mehr auf die Gebäude, nur noch das hier, weil es zu eng ist, ne, die Geschichte. Und hier hinten überall keine Meldung mehr. Alles flutscht, Produktion bei 100%. Die Ziegelsteine prasseln so langsam im Lager auf. Nee, schlagen im Lager auf, prasseln rein. Ach, keine Ahnung, Mann. Sprechen. Bretter auch. Als nächstes wollten wir das Brot bauen. Dazu brauchen wir aber gleich wieder eine ganze Menge. Das seht ihr auch. Arbeiter und Bauern. Oh ja. Legen wir mal los. Die Getreidefarm. Ist relativ klar, die Produktionskette, ne? Getreidefarm liefert Getreide an die Mühle. Die Mühle liefert das Mehl an die Bäckerei. Aber wir können jetzt gucken. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil wir sehen, das Getreide produziert eine Einheit pro Minute, aber unsere Mühle verarbeitet alle 30 Sekunden. Das heißt, wir könnten doch rein theoretisch hier vielleicht 2 Getreidefarmen bauen für eine Mühle. Und diese Mühle dann wiederum produziert aber doppelt so schnell Mehl, wie es die Bäckerei verarbeitet. Na, da müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr das am besten macht. Wir machen das jetzt mal so, dass ich sag, okay, ich baue 2 Bäckereien hier hin. 1, 2, darauf eine Mühle und dann daneben 2 Getreidefarmen. 1, 2. Das ist dann relativ schnell erledigt. Wir machen das wieder mit den Feldern, dass wir die bis hier oben ziehen. 144 insgesamt. Beim nächsten machen wir das so, dass das richtig hübsch ist. Oh, guck mal, geht das? Kommen wir hier überhaupt? Ja, dann kommen wir hier noch durch und können das voll machen. Hast rein, oder?
Und das ist das Schöne, dass ihr wirklich jetzt bei Anno 1800 diese letzten Ecken auch noch nutzen könnt. Und das fühlt sich so gut an. Alles wunderschön symmetrisch und passt perfekt dahin. Das heißt symmetrisch. Eigentlich ist dieses Feld komplett eckig. Aber wir füllen halt einfach alles aus und wir können da mal reinzoomen und da sehen wir schon so ein paar verlorene Gestalten, die da nicht mehr rausfinden und mit den Armen um sich fuchteln. Naja, ich schätze mal die ernten oder so. Oder was weiß ich, was die da machen. Hier, er buddelt was. Er will da jemanden im Feld verscharren. Könnt ihr mir das erklären? Warum sollte jemand in einem reifen Getreidefeld anfangen zu graben? Der kann doch nur Leichenteile hier. Ich meine, warum wählt der ganz... Ich meine, das ist doch... Wenn ich eine Leiche vergraben wollen würde im Feld, ich würde das doch hier hinten machen. Hier mittendrin. Er hier übrigens auch. Das ist allgemein bekannt schon, dass die hier... Das ist... Ja, ja. Oh, guck mal, das war so widerlich, dass er sich übergeben muss auch. Seht ihr ihn hier? Ja, das sind so die Dinge, die passieren in der Welt. Na, da wird man dann manchmal Zeuge von Dingen, die einen nicht unbedingt was angehen, aber nun gut, wenn das Ganze hier halt so krass simuliert wird, dann kriegt man auch sowas mit. Guck mal, dann wollen wir das Holz einsammeln, das liegt hier so rum. 4 Tonnen Segel sollen wir produzieren, machen wir gleich. Wir kriegen gerade Brot, noch wartet die Bäckerei, aber die Mühle arbeitet schon. Seht ihr hier? Wunderbar, wir brauchen ein paar neue Arbeiter. Ganz schnell Gebäude auf. Motzen vielleicht. Ich will die jetzt eigentlich nicht aufmotzen, weil ich weiß ganz genau, da kommt gleich irgendwie die Schule und die Kirche hin. Und das wäre blöde, wenn ich die teuer aufmotze, also gehen wir direkt hier unten hin. Okay, dann brauchen wir langsam auch wieder ein paar neue Bauern, weil die gehen uns aus. Und das machen wir am besten. Komm, das mal aus dem Weg. So, hier bin ich mir sicher, dass da nichts mehr hinkommt. Da auch. Und das ist mein Ding. Diese 3x3. 3x2 sind es eigentlich. Gebäudeblocks. Manchmal ziehe ich die auch so lang, aber ich ziehe zum Beispiel dann immer die Querstraßen vom Zentrum weg. Das macht auch die Verteilung dieser Gebäude hier. Der Dienstleistung. Bisschen effektiver. Ihr seht ja hier das Ganze in der grünen Heatmap. Der Marktplatz ist mittlerweile übrigens hat ein unglaublich großes Einzugsgebiet. Das war ja früher auch mal anders. Wirtshaus auch. Also das ist erheblich besser geworden. Früher musste man echt viel mehr Frickelei da und mehrere Wirtshäuser bauen und am Ende blieb eine Ecke dann ohne Bier. Ja, das ist hier mittlerweile ein bisschen einfacher. Ihr seht, wie weit das geht. Und ihr könnt das auch noch verlängern, indem ihr später bessere Straßen baut. Aber gut, wir sind hier auf einem grünen Zweig. Alles ist gut. Wir haben eine positive Bilanz da. Unser Geld prasselt nur einfach nur so rein. Und hier können wir auch noch mal. Jetzt mal zwischendurch eine Einwohneraufgabe. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Eine Fotografieaufgabe wird angeboten. Ja, die kommen häufiger mal. Da ist es auch schön, dass man sich da aussuchen kann, ob man die machen will oder nicht. Wir machen sie jetzt mal. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Sie helfen uns, oder, Boss? Und zwar sollen wir ein Foto von der Ziegelei machen. Die Ziegelei, wissen wir ja, die ist hier. Und dann machen wir, welchen Hintergrund wählen wir? Vielleicht... Vielleicht so, mit dem Wasserfall an der linken. So, dann machen wir das Foto hier. Foto abschicken. Und Aufgabe erledigt. Wir kriegen ein Bier. Das sind natürlich am Anfang noch die, sagen wir es mal, die Tutorial-Aufgaben, damit das Spiel euch jetzt einmal ganz kurz zeigt, wie funktioniert das eigentlich mit der Kamera. Weil für dieses eine Bier wird keiner von euch Fotos machen da draußen, glaube ich. Später gibt es da aber andere, noch bessere Belohnungen für. Ihr könnt das Ganze aber auch überspringen, wie gesagt. Mittlerweile, während unsere Siedlung ausgebaut wird, schippert unser Kutter, die Karthago, hier durch unbekannte Gewässer. Aber hat zum Beispiel diese Insel entdeckt, die schon besiedelt wurde von... Ich habe das mit meinem... Von Wille Wibbelsock.
Dann haben wir hier noch eine Insel, die ist noch nicht besiedelt. Was natürlich dann interessant ist, ist hier oben diese Symbole. Verschiedene Fruchtbarkeiten auf verschiedenen Inseln sind in Anno der Fall. Und wenn ihr später Paprika wollt, dann könnt ihr das nicht auf dieser Insel hier anbauen, sondern müsst Paprika oder, was haben wir hier noch, Hopfen oder, nee, Kartoffelfruchtbarkeit haben wir ja auf unserer Insel. Da müsst ihr dann gucken, was habt ihr nicht und dementsprechend neue Inseln später besiedeln. Das ist noch ein Tick zu früh, aber das machen wir auch bald. Und dann seht ihr, was es da alles gibt. Und neben der Fruchtbarkeit sind das manchmal auch noch andere Erze. Wir schicken sie zu den Fischen. Zement. Eisen. Steinkohle. Steinkohle. Zink. Jetzt ist sie selbst verrückt geworden. Ja, und da sind noch einige mehr Inseln, die wir hier auf dem Weg entdeckt haben, quer über die Karte. Ihr seht es hier. Und mit einigen können wir handeln, wie mit denen hier. Und andere können wir besiedeln. Wir können auch Krieg führen. Aber das ist am Anfang jetzt noch nicht angesagt. Vielleicht mit den Piraten, die entdecken wir nämlich auch gerade. Hier sind sie. Du siehst aus, als hätte dich die Königin geschickt. Anna Harloff ist nämlich, glaube ich, eine Piratentante. Seht ihr sie? Was zum Teufel hast du hier verloren? Ich suche gerade ein Piratenschiff. Ich glaube, hier haben wir eins. Und mit denen können wir dann natürlich auch battlen. Das ist ein kleiner Kutter hier, ne? Segel auf deinen Hafen gesetzt, ein Kanonenboot. Da haben wir keine Angst vor. Wir fahren ja unten lang, um einfach nur so ein bisschen hier die Gegend zu erforschen. Und die Inseln, wenn wir da jetzt einmal nur, wir sehen schon die Berge. Wenn wir jetzt einmal nur andocken, wird die Insel von alleine. Und ihr seht, es geht los. Die erforscht sich dann von alleine weg hier. Einmal kurz nur die Küste entdeckt und zack. Wir fahren weiter hier lang. So, ab nach Hause. Ach ja, ihr Errungenschaften. Nebenbei so ein paar Achievements, muss ich nichts zu sagen, ne? Kleinigkeit, die ihr nebenbei erledigt. Hier sind noch ein paar Ziegelsteine, die ich nicht vergessen will. Und wie sieht's aus? Ist unsere Brotproduktion am Dampfen? Ja, hier. Die Schlote sind am Rauchen. Da wird Brot gebacken. Und zwar mit fast 100%. Wieso nur 99? 95? Ja, ich schätze mal, da kam gerade erst das Mehl rein. Weil die hier sind auf 100. Wunderbar. Was sagen denn unsere Bewohner dazu? Unsere Bewohner sagen, lecker Brot, wir sind glücklich und ziehen direkt ein auf 16 von 20, was uns hier auch direkt, eine neue Insel wurde entdeckt, ja, okay, was uns direkt 100 Arbeiter gibt, das heißt, die können wir gleich mal zur Arbeit schicken. Was wäre denn mal angebracht nach Brot und Wurst? Die Handelskammer ist ein relativ spezielles Gebäude, weil da müssen wir erst Gegenstände reinlegen, damit wir einen Effekt kriegen. Gegenstände haben wir noch nicht, das sehen wir hier im Hafen. Wir haben ja hier unsere Waren, aber neben Waren gibt es noch die Items. Das sind verschiedene Dinge. Items sind so einzelne Gegenstände. Zum Beispiel, was wir geschenkt bekommen haben von Mission. Das kann verschiedene Effekte dann bringen. Oder manchmal kriegen wir auch Charaktere wie einen coolen Captain, der schneller schippern kann. Ansonsten hier frische Milch und ein Bierkrug. Finden wir später raus, was das macht. Und wir sehen jetzt hier, dass dieser Button ist jetzt leer. Das heißt, wir können ihn drücken. Wir haben nämlich genug Ziegelsteine, um unseren Hafen, unser Kontor auszubauen. Aber unser Kontor ist gar nicht am Limit. Am Limit war das hier. Das hier war am Limit. Das bauen wir mal aus. Und seht ihr? Tada! Gleich ein Platz mehr. Das Ganze sollte jetzt hier ein bisschen besser flutschen. Und wir kümmern uns jetzt als nächstes um die Segelproduktion, um die Stahlproduktion und um die Seifeproduktion. Segelproduktion ist schnell erledigt. Da brauchen wir wieder nur die Schäfer. Wir haben ja hier ganz viele Schafsweiden. Und ich würde sagen, ja, machen wir das so. Wir brauchen nur eine Schafsweide für den Segeltypen, oder? Denn produziert auch beides mit 30 Sekunden.
Oh, bei der Schafsweide natürlich nicht die Weiden vergessen. Schafsweide hier, Schafsweide da. Und, nein, nicht da, da. Ups. Und so gefällt mir das, wenn das auch hübsch aussieht. Das muss hübsch aussehen und dafür investiere ich auch gerne mal eine Sekunde. Da hier die Straße hochzuziehen. Die Straße denn hier lang zu ziehen, weil ist klar, hier kommt später auch noch ein Schweinehof hin. Damit das auch so richtig hübsch aussieht. Und hier ist der Segelstricker. Der strickt den ganzen Tag die Segel. Den machen wir vielleicht sogar hier hin. Und das sollte dann gleich losgehen. Erst müssen noch ein paar Schweine produziert werden. Und mit Schweine meine ich Schafe, diese weißen Schweine. Dann erfüllen wir hier Edwards Aufgabe. Nebenbei warten, bis die Segel fertig sind und kümmern uns wieder um unsere Leute. Weil die wollen was? Langeweile. Seife. Auf die falschen Gedanken. Wie kriegt man Seife? Aus Schweinen. Wusstet ihr das nicht? Schweine kommen in so ein Dazu sind Fleischwölfe da. Man tut Schweine in so einen Fleischwolf, dreht dann und dann kommt Seife raus. Wusstet ihr das? So macht man das. Oder, vielleicht lege ich doch nicht ganz richtig, vielleicht braucht man die Schweine in so einer, die arbeiten in so ganz vielen Cubicles. Wisst ihr, wie in diesen Bürogebäuden? Da sind ganz viele Cubicles und in jedem Cubicle sitzt ein Schwein und knetet Seife. Das kann auch passieren. Das waren die wilden Tage damals. Gespeichert. Da mussten die Schweine noch selber ran. Ich würde sagen, wir lassen die hier arbeiten. Müssen wir einmal kurz checken. Eine Minute pro Schweinproduktion, eine Minute pro Talg und 30 Sekunden für Seife. Das heißt, wir können zwei Sieder reinbauen pro Vasenmeisterei. Und falls ihr euch fragt, ja gut, wie kommt denn jetzt tatsächlich die Seife aus dem Schwein raus? Und ja, durch das Talg hier, ne? Schweinetalg. Müsst ihr morgens einen Becher von trinken. Kriegt ihr eine gute Farbe von. Jetzt die Frage, wo machen wir das hin? Ich würde sagen, die Siederei, davon wollten wir... Kommen wir da überhaupt zu Rande? Nee, das können wir gar nicht machen. Wenn wir nämlich auf die Produktion schauen, die Schweine können wir zwar bauen, aber die Vasenmeisterei und die Siederei, die brauchen hier Stahlträger. Stahlträger. Jetzt haben wir nämlich ein Problem, denn diese Stahlträger, die produzieren wir hier. Aber um Stahlträger zu produzieren, brauchen wir natürlich eine Eisenmine. Da haben wir keine Alternative. Bei Kohle hätten wir eine Alternative. Da hätten wir die Köhlerei als auch die Kohleerzmine. Das haben wir nicht beim Eisen. Das Eisen ist hier und da kommen wir nicht ran. Das hatten wir ja gesehen. Hier dieser Stein, was machen wir jetzt? Und hier steht's auch, Route zum Hafen, Lagerhaus ist versperrt. Damit ist das gemeint. Und das kriegen wir jetzt nur weg, wenn uns die Story lässt. Also kommen wir jetzt, in diesem Moment, wundert euch nicht, storytechnisch nicht weiter. Wir müssen warten, bis wir die vier Segel erledigt haben und bis die Kampagne so weit gelaufen ist, als dass wir zu dem Punkt kommen, wo uns das Spiel diesen Wall hier sprengen lässt. Macht aber nichts, denn es gibt genug zu tun. Wir könnten zum Beispiel mit diesem Schiff nochmal weiter erforschen. Das gehen wir hier, zack, direkt das Kommando. Dann müssen wir unsere Stadt mal ein bisschen ausbauen, dass die bereit ist für einen großen Expansionsschub, wenn wir hier mit dem Eisen loslegen. Also, lass uns doch mal die Stadt ausbauen, indem wir so machen. So, oh, das war schlecht. Hier ein kleiner Knibbel. Häuser platzieren. Wo bleibt mein Segeltuch? Und hier haben wir jetzt das erste Mal den Fall, dass hier ein bisschen Platz ist. Und den Platz können wir natürlich füllen jetzt mit so lustigen Sachen wie dem Brunnen. Und neben dem Brunnen kommt ein listiger Apfelbaum. Und hinter den Apfelbaum kommt das Denkmal von Anno 1602. Oh, das ist zu groß. Schade. Denn kommt da eben ein Gebüsch. Ein schönes Gebüsch.
Ja, Segeltuch ist fertig. Hier, Edward. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Okay, Edward ist glücklich. Eine neue Insel wurde entdeckt. Die hier. Unser Schiff schippert weiter. Hast du im Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. So, wir haben eine neue Aufgabe von Edward direkt bekommen. Und zwar hat er ein Sträflingsschiff, das Hilfe braucht. Die bieten wir doch gerne an und düsen dahin. Hier wird es schon angezeigt, ist gar nicht weit weg von unserer Schiffsposition. In einer Minute sind wir da. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen, während wir hier nebenbei noch ein bisschen weiter an unserer Siedlung schrauben. So, wir haben das hier schick gemacht. Baut darauf, dass ich jeden verhafte, der die königliche Ordnung beschmutzt. Sie eingeschlossen. Wir sind jetzt gerade an der Gefängnisinsel vorbeigeschippert. Das haben wir ja an der Meldung gerade gemerkt. Hier sehen wir das. Bitte meine neue Glücksinsel werden. Das sind interessante Sachen zum Handeln. Seife und Kartoffeln. Und hier interessantes Schiffspersonal. Und Willi Wibbelsock bittet um Erlaubnis, sich auf einer anderen Insel niederlassen zu dürfen. Willi Wibbelsock, geben wir die Erlaubnis. Hey, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen. Das ist interessant, dass dir die KI da nachfragt. Macht sie nicht immer? Alles scheint in Ordnung. Ja, gemütliche Insel, ne? Ich schau gerade in den Chat. Ich glaube, ihr mögt das Spiel, ne? Okay. Ja, nee, aber es läuft alles gut. Jetzt besonders, nachdem wir unser Gebüsch platziert haben. Genug Leute, genug Waren, genug Geld. Positive Bilanz. Also wir sind wirklich, alles läuft gut. Wo sind die Schiffbrüchigen? Die bergen wir. Gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Da ist unser Schiff. Der Mann ist ein Betrüger. Da sind die politischen Gefangenen, die wir gerettet haben. Brief. Er trägt Edwards Siegel. In diesem Fass war ein Brief. Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Okay, da ist doch was im Busch. Na? Öffne den Brief. Da schließt sich der Buschkreis. Geheimnis, jede Wette. Und jetzt haben wir die Wahl. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Sollen wir den Brief öffnen oder nicht? Regie, können wir das voten? Brief öffnen, ja oder nein? Ja, das voten wir. Das voten wir. Wir haben jetzt die Wahl, entweder diesen Brief ja, wie zu öffnen oder das Ganze zu oder das Ganze zu Eli Bleakworth zu bringen. Eli Bleakworth wohnt hier. Ah ja, genau. Natürlich, die Gefängnisinsel. Weiß, wenn man klar und gründlich recht spricht. So wie ich es tue. Okay. Warten wir. Wie das Ganze mit dem Vote funktioniert, wisst ihr ja. Und zwar tippt ihr ein. Wie geht das nochmal, Regie? Ich kann es nicht lesen. Genau, das steht da in bunt. Seht ihr das? Ausrufezeichen Anno Ja müsst ihr tippen. Ja, jetzt habt ihr es. Ihr seht es ja im Chat, wie es eure Kollegen machen. Ausrufezeichen Anno Ja für Ja oder Ausrufezeichen Anno Nein für Nein. Und oha, das sieht aber, ich meine, können wir mal kurz auf den Chat schauen? Da sieht man aber, seht ihr das? Regie, einmal bitte Chat, weil ihr das da lang fräst. So viele Antworten, die ja, 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 ja. Ihr wollt alle, jetzt ein paar Neins dabei. Ich meine, das ist ein Landslide, oder? Wir machen den Brief auf. Das kommt auch nie mehr. Ja, komm, machen wir auf. Warten wir gar nicht lange. Zack.
Hier ist unser Schiff. Da ist unser Brief. Oh, sehr geehrter Direktor Bleakworth. Mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Für Ernest Sterling Gebrauch unflätiger Sprache. 16 Jahre Zwangsarbeit. Der hat nämlich das böse F-Wort gesagt. Und Veritas Herzgut hat Identitätserschleichung betrieben. Verbannung zu den Antipoden. Dann Elias Nobel hat Verfassen von Drohbriefen wird ihm zur Last gelegt. Lebenslange Haft für ihn und Honora Honet. Rufmord. Lebenslange Haft für Rufmord. Ja, ja. Der gute Edward, unser Bruder, greift hart durch. Das finde ich aber sehr hart. Was sagt denn der gute Eli Blackworth dazu? Das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Ja, es wird noch ein bisschen gequatscht hier. Kritiker zum Schweigen bringt. So, jetzt können wir die Gefangenen entweder zu Eli bringen, auf die Gefängnisinsel, oder wir geben sie zu unserer Korrespondenz zur Krone, nämlich Sir Archibald Blake. Das war der nette Typ. Er hier. Ich wollte gerade ein wenig durchlüften. Der wollte gerade ein bisschen durchlüften, sagt er, aber wir bringen ihm den Brief und weinen ihn ein. Was haben Sie da im Schlepptau? Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Welches Recht? Ich bin überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Ja? Das haben wir erledigt. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Und jetzt können wir die Schiffswerft bauen. Und die Schiffswerft haben wir ja schon entdeckt bei den Arbeitern. Und die ist hier. Und da. Die Segelschiffswerft. Ihr könnt den Hafen bei Anno übrigens, ihr seid nicht gebunden an diese Küstenlinie, die wir hier sehen. Ihr müsst die Gebäude nicht unbedingt hier immer platzieren. Ihr könnt tatsächlich mit dieser Kaimauer, die sieht jetzt ein bisschen klein aus, aber ihr könnt diese Kaimauer, ihr seht das, ne? Ihr könnt hier reinbauen. Und zwar, wenn ihr genug Kohle habt. Ihr seht, das würde mich jetzt hier 1000 Ziegelsteine kosten. Das ist natürlich nicht wenig, ne? Es ist recht, oh, was habe ich hier gemacht? Das ganze Wasser aufgewühlt. Die sind recht teuer, das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Könnt ihr machen? Ist mir zu teuer, ich baue hier die Schiffswerft hin. Du wirst dir schon bald einen Namen machen. Ja, ich habe auch schon einen. Erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. So. Ja, hört ihr auch die ganze Zeit den USB-Sound? Das ist halt Windows, ne? Was soll man machen? Mein Vater und meine Mutter sandten mich als Botschafterin in diese Gefilde. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, welches Gerät hier die ganze Zeit rein und raus springt. So. Was? Fotografieren Sie die Schiffswerft. Machen wir das mal schnell. Das müssen wir tatsächlich tun. Das gehört zur Story. Das machen wir so ein bisschen in der Schrägen. Entweder von hier, wieder schön mit unserem Signature-Wasserfall im Hintergrund. Oder legt gerade ein Schiff an. Das nehmen wir noch mit hier. Und eins, zwei, puh. Oh, das Schiff gerade noch. Na gut. Eine vorzügliche Fotografie. Und dieses das Bild wird in der Zeitung veröffentlicht. Seite. Zeig her die Zeitung.
der Beginn einer, ich wage es zu hoffen, fruchtbaren Partnerschaft. Ah, aber genial, oder? Wie die damals um 1800 diese Farbbilder in der Zeitung hatten, ne? Ja. Zack, machen wir weiter. Kapitel 2. Was sagt ihr dazu, hä? Okay, Kapitel 2. Sie bauen also Schiffe wie ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Das ist eine kleine Aufgabe nebenbei. Wir sollen hier einen Schoner, zwei Kanonenboote und eine Fregatte. Wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Da seht ihr das Ganze. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben dieses Problem mit diesem Geröll. Jetzt endlich können wir uns darum kümmern. Und was ich ja, bevor ich es vergesse, noch sagen wollte, was gar nicht so unwichtig ist. Wenn ihr ein Schiff baut, müsst ihr darauf achten, dass während des Bauprozesses, der hier im Falle des Schoners, so heißt dieses Schiff, 3 Minuten dauert, dass ihr in diesen 3 Minuten dann circa 100 Arbeiter benötigt. Die werden dann sofort hier abgezogen. Wenn ich jetzt ein Schiff bauen würde, hätte ich hier plötzlich minus 50 stehen. Und das müsst ihr nur wissen. Die werden nur für die Zeit des Baus benötigt. Das nur am Rande. Unsere aktuelle Aufgabe lautet, wir sollen das Eisenerzvorkommen anklicken, denn das Spiel möchte uns endlich hier Zugang gewähren. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Ja, worauf wartest du? Spreng den Schissel. Machen wir hier direkt Straße hin. Klicken da mal rauf. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Graben beginnen. Laura, hey, danke. Kam die einfach so, oder was? Ist nicht geflogen. Möchtest du ein Stück? Das ist nice bei sogar. Was geht ab? Magst du keine Pizza, Laura, oder was? Du magst kein Fleisch? Hast du schon raufgeguckt? Was steht denn da? Dankeschön, Laura. Laura bringt hier gerade einen Teigfladen rein. Danke. Das kommt auch wieder von irgendeinem Menschen aus dem Internet. Steht das drauf? Bitte bei irgendjemand abgeben und an Dennis Richtarski bringen lassen. Danke. Bei irgendjemand. Haben wir aber Glück gehabt, dass das Laura war und die mich kennt. Nee, steht nicht drauf von wem. Aber danke dafür nochmal. Oh, da ist ja ein Eis tatsächlich bei. Das ist jetzt, das müsste ich aber eigentlich. Das müsste ich jetzt aber eigentlich nochmal. Ich fühle gar nicht groß von Anno. Oh, die sieht aber mega gut aus. Mega gut, mega gut. Ich zeig die einmal. Die ist auch sehr, sehr formstehend. Sieht fast aus wie eine Plastikpizza. Na? Das ist ja wie. Ich habe zu Hause, manche Leute haben ja Plastikpflanzen. Zu Hause so Plastikpizzen an den Wänden. Die sind aber, also eigentlich sind das echte. Ich habe die nur versiegeln lassen mit so Lack. Das ist eine Kollektion verschiedener. Ich muss einmal kurz. Kenntnis. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Mit solchen Kapriolen. Oh, die ist gut. Die ist richtig gut. Die ist schön gleichmäßig belegt. Es ist wirklich, also das ist eine Proto-Pizza, oder muss man mal sagen. Die sieht auch wirklich wunderschön aus. Und man kann sie tatsächlich, das finde ich auch immer wichtig, das kann man bei der Wagner-Pizza, wenn man die in den Ofen tut, die Standard-Wagner-Steinofen, auch, man kann die gut beim Autofahren essen. Wenn ihr denn, ne? Ich meine, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber das geht so ganz gut. Ne? Und ihr wisst, erzähle ich nicht einfach so, sondern das habe ich schon getestet. Kennt das, wenn man plötzlich doch weg will und vergessen hat, ach, ich habe ja gerade eine Pizza am Ofen und dann will man weg und dann, ne? Keiner will das machen. Nicht geschnitten bleibt länger warm. Ja, da ist was dran. Hm. Dr. Oetker ist besser als Wagner, das unterschreibe ich auch. Sieht aus wie eine Tiefkühlpizza. Ja, könnte man denken, wie aber eine sehr gute Tiefkühlpizza.
kann ich auch aufrollen, das stimmt. Aber wenn ihr das aufrollt, und das ist mir auch schon passiert, dann läuft das, weil wenn ihr aufrollt, ist er ja nicht so, sondern eher so. Und dann tropft das halt unten raus. Das ist hier schon gar nicht so doof. Ah, Entschuldigung. Aber das ist ja auch wirklich jetzt eine Versuchung, der ich nicht widerstehen kann. Und ich will euch aber nicht jetzt hier. Lecker, lecker, lecker. So, wir sind dabei, Eisen an den Start zu schicken. Unser Problem ist ja schon seit geraumer Zeit, dass wir da nicht durchkommen. Und unser lustiger Indianerkumpel hat jetzt mittlerweile Sprengstoff gefunden. Und wir müssen diesen Berg sprengen. Hier wurde schon ein bisschen gegraben, damit wir da gleich das Dynamit reinbringen können. Anforderungen dazu sind Bretter, Ziegelsteine und ein bisschen Arbeitskraft. Also lass uns mal die erste Phase beginnen. Let's go! Jetzt holt er den ganzen Kram und das dauert jetzt wieder eine Weile, ne? Jetzt holt er erst 5 Holz, dann holt er 5 Ziegel, das Ganze macht er jeweils 5-mal, dann hat er das hier hingebracht und dann können wir das Ganze in Phase 2 sprengen und dann kommen wir hier rein und dann wird hier unsere Schwerindustrie aufgebaut. Denn wir brauchen natürlich nicht nur diese Eisenerzminen auf den Eisenerzvorkommen, nee, wir haben hier gleich eine ganze Produktionskette hinten dran. Dahinter kommt dann der Hochofen. Hinter den Hochofen kommt das Stahlwerk und später kommt dazu dann noch diese Kanonengießerei. Und später kommen dann noch mehr Sachen. Und, oh Mann. Die riecht echt gut. Nun ja. Das Ganze läuft jetzt. Fehlende Waren. Ja, genau. Wir fangen ja gerade an. Es dürfte gleich hier so ein Wagen losscheppern. Ich schätze mal der hier. Diese Schiffe, die wir auch parallel, Entschuldigung, produzieren, die können wir leider noch nicht bauen. Das hatten wir schon gesagt. Uns fehlen noch die Kanonen. Eine Sache können wir gerade erlegen und das ist das hier. Wir sollen den Sprengmeister finden. Ah ja, genau. Wir brauchen ja jemanden, der ausgebildet ist in der diffizilen Kunst der Pyrotechnik. Ein Sprengmeister. Und der arbeitet natürlich hier in diesem Gebäude. Das hier ist ein Dynamithäuschen. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden. Auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wrongways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hat denn die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Okay. Dann suchen wir mal gleich den Sprengmeister. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Okay, dann lassen wir das Feuer brennen. Habt ihr das Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt.
Einer von diesen Jungs ist der Sprengmeister, die müssen wir jetzt einmal durchklicken. Ich würde alles tun, um dieser Tretmühle zu entkommen. Aber nein, ich bin nicht der, den sie suchen. Müssen wir einmal durchklicken, ja? In der Zwischenzeit sagt im Chat, der Sebastian Wirth sagt, er findet den Kampagnenmodus echt schön gemacht, auch die Zwischensequenzen echt super. Eine Produktion wurde angehalten. Und das finde ich ja auch. Mega gut, oder? Da haben wir nämlich gerade wieder so eine tolle Sequenz gehabt. Sprengmeister, ich könnte ein komplettes Frühstück vernichten. Ich musste mal Mr. Bleakworths schorfigen Rücken schrubben. Samuel? Kenne ich nicht. Ich verfaule schon seit 15 Jahren in diesem Loch. Flucht? Wohin denn? Zu Edwards Karikatur von Bright Sands? Der ist es auch nicht. Ist es er hier? Samuel Goods Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. 5000 Münzen Kaution. Er ist bereit zum Transport. Danke. Also, wenn unsere Siedlung brennt... Ich verurteile Sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Nee, warte mal. Eine Abholaufgabe. Warte mal, ist das jetzt... Das ist die, ne? Sie kommen ganz leicht davon. Spielstand gespeichert. So, dann zeigt euch jetzt mal... Ich weiß, wo sie leben. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Ja, das ist jetzt ein bisschen irritierend. Wir haben so zwei Schiffe mit Pfeilen. Welches ist denn jetzt hier welches? Und jetzt sollen wir... Ah, ja, genau. Das ist immer noch die Aufgabe. Wir machen immer noch alles richtig. Jetzt ist der eine auf einem dieser Schiffe und dieses Schiff... Naja, wir klicken mal auf den... Hast du einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, was? Ah, das ist noch ein Schiff von Eli. Okay. Dann haben wir hier... Den Gefangenen. Pflicht entrinnt man nicht. Den befreiten Gefangenen. Wir haben es alle versucht. Und der fährt jetzt zu unserer Insel. Die ist da vorne. Das ist gar nicht so weit. Und dann haben wir den Sprengmeister. Und wollen wir mal gucken, wie sich das Feuerchen schlägt in unserer Siedlung. Schon gelöscht. Wird gerade gelöscht. Ja, hier brennt's. Wir haben ja die Feuerwehr. Und ihr könnt auch, wir haben jetzt hier nur eine Feuerwehr-Crew. Ihr könnt jetzt noch zusätzlich eine mobilisieren, wenn ihr diesen Klick hier auf euch nehmt. Zack, dann stehen nämlich die auf, die hier pennen und rücken auch noch aus. Normalerweise. Jetzt gerade nicht. Keine Ahnung warum. Aber gut, hier, das haben wir im Griff. Dieses Feuer, auch noch ein Gebäude brennt. Ich denke, dass die Chance für Brände in der Stadt ansteigt, wenn ihr eine besonders hohe Dichte von Gebäuden habt. So kam mir das zumindest vor und ich glaube, sowas auch gelesen zu haben. Deswegen mache ich hier mittlerweile diese Sechserblöcke und früher habe ich hier ganz, ganz viel. Ich habe sogar dann auch noch auf die Querstraßen verzichtet, um möglichst effektiv zu sein. Aber mittlerweile... Da ist der Herr. Sechserblöcke. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben, aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Man sieht, dass hier eine leichte Steigung drin ist jetzt, ne? Fällt mir gerade erst auf. In der Siedlung. So, Produktion wurde weiter geht's. Angehalten. Hier ist die Grabungsstätte. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher Butler. Fehlt noch was. Was macht es für einen Unterschied? Da fehlt noch was. Kein Problem, wir haben Zeit.
Und in der Zwischenzeit, die Schiffe können wir auch noch nicht konstruieren. Holen Sie das Wrack. Hier haben wir noch eine Aufgabe. Ihr könnt da ja auch immer wieder draufklicken, um das ein bisschen detaillierter beschrieben zu bekommen. Manchmal steht da auch, wie ihr das, die eine oder andere Aufgabe löst, wenn ihr da ein bisschen überfordert seid. Zum Beispiel, wie verkauft man Schiffe? Das steht dann hier nochmal. Egal, wie sehr sie sich abrackern. So. Aber wo ist denn... Holen Sie das Wrack. Hier ist ein Wrack. Ah ja, die Geschichte. Da müssen wir jetzt erstmal wieder ein Schiff auspacken. Wo ist unser Flaggschiff? Ist das zu Hause? Bietet Ihnen eine Abholaufgabe? Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Diese Aufgaben könnt ihr immer wieder machen. Mache ich auch immer, aber ich will mich jetzt gerade nicht ablenken lassen, da wir jetzt gerade... Hier ist unser Schiff, genau. Und unser Schiff möchte das Wrack hier... bergen. Das Problem ist, dass wir uns ja erinnern und auch hier schon sehen, die gute Anna Harlow kontrolliert diese Gewässer und hat hier diese krassen Kanonen. Könnt ihr die erkennen? Könnt ihr erkennen, ne? Ja. Da sollten wir nicht zu dicht dran. Wir kommen jetzt natürlich auch aus einer blöden Ecke, sodass wir einmal genau diese Insel passieren. Ich würde sagen, wir machen... Die Produktion wurde angehalten. Oh, wir werden... Oh, mitten durch die Piraten durch. Schiff unter Beschuss. Oh, die Piraten geben auf. Zustand gespeichert. Freundliches Schiff. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wir sollen jetzt nicht jeden Piraten hier irgendwie... Unter Beschuss. Wir machen eine kleine Drehung. Kommen wir jetzt runter. Ich will nicht an diesem Geschütz vorbei. Hier sind auch noch Piratenschiffe. Sobald wir Ladung aufnehmen, werden wir auch noch mal langsamer. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer diese Ladung hier ist, aber ich will jetzt nicht unbedingt mit 5 Piraten im Kielwasser wieder zurück. Oh, und da werden wir beschossen. Seht ihr? Und? Oh, ho, 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 ho. Was sagt ihr dazu? Kriegen wir das hin? Eingesammelt. Schnell weg. Weg mit dir. Was schießt du denn jetzt so dolle? Oh shit, da ist noch so ein Kumpelschiff. Ich glaube, der Wind steht nicht gut. Kann das sein? Wir werden immer noch beschossen. Aber wir haben hier noch unsere 15% Energie oder 25. Nicht mal. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir werden noch beschossen, aber irgendwann müsste das... Och, die hier schießt auch noch. Komm schon weg hier. Ihr seht, wie langsam wir sind. Ich hoffe, dass jetzt nicht auch noch ein Piratenschiff. Unsere Segel sind zerfetzt. Seht ihr, wie die hier flattern? Och, guck mal, wie die Thunfische hier neben uns hin und her springen. Voll hübsch. Das gesehen da. Wupp, wupp. Bin mir nicht ganz sicher. Normalerweise würde man ja denken, das sind Delfine, die hier so längs hin und her springen. Aber die haben diese fette Flosse. Das sieht mir eher nach Thunfischen aus. Würde jetzt aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Aber ich glaube, machen Thunfische sowas? Das ist wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. Mit dieser dicken Flosse. So. Sah eher aus wie so ein Spinosaurus im Wasser. Wir haben die Beweise der Zerstörung und die sollen wir bringen, liefern sie an den trostlosen Clipper, an Bleakworth. Bleakworth von... Oh nein, habt ihr gesehen, da war gerade hinter mir... Nee! Schiff unter Beschuss. Wir verlieren jetzt unser Flaggschiff. Das ist sehr ärgerlich. Dann müssen wir ein neues Schiff bauen. Ja, die Spanken brechen. Das sieht gut aus wenigstens, ne? Jetzt liegt hier unser Treibgut im Wasser. Verloren? Wie bedauerlich. Aber der gute Archibald Blake schenkt uns ein neues.
Nee, schenkt er uns eins? Ich glaube, das müssen wir kaufen. Der hat hier nämlich vorne im Hafen... Halt dein Flaggschiff über Wasser. Die Rohstoffe hier sind knapp. Halte in Zukunft dein Flaggschiff über Wasser. Die Rohstoffe hier sind knapp. Seht ihr? Und was würde das kosten? Aber sicher. Das königliche Prunkstück. Status. So. Ich habe noch nie ein Schiff gekauft, aber anscheinend poppt das jetzt hier oben rechts auf, sehe ich gleich. Ich suche die ganze Zeit hier den Kaufbutton, dabei ist das hier oben. Zack, haben wir ein neues. Wieder runter. Das geht ja schnell zum Glück. Sachen einsammeln. Die Hafenkanonen haben einen zusätzlichen Effekt auf Schiffe, der sich stark verlangsamt, sagt Fiona gerade. Das wusste ich gar nicht. Aber man hat das gemerkt, ne? Ich dachte erst, das liegt an der Beschädigung und an der Ladung. Aber diese Kanonen haben uns tatsächlich die Segel zerfetzt. Und wir fahren da jetzt wieder mit unserem Schiff hin, sammeln das Ganze ein, gucken unterdessen hier, alles ist gut. Unsere Lager muss man auch immer wieder mal kontrollieren. Wenn hier langsam irgendwas rot wird, dann sollte man da mal nachbessern. Wir sehen hier Fisch, nimmt ab, bei null. Was ist denn da los? Die Leute haben keinen Fisch. Seht ihr, wie das hier gerade eben ist der Fisch ausgegangen. Zum Glück können wir das schnell korrigieren. Fisch ist ratzfatz gemacht. Einmal hier. Ach nein, jetzt habe ich da einen Platz gelassen, das will ich nicht. So soll das. Zack, und schon ist unsere Fischversorgung wieder geölt. Was fehlt noch? Fisch korrigieren wir, ansonsten sieht es gut aus. Wurst ist ein bisschen niedrig dafür, dass die Produktion schon so lange läuft und die Lager immer noch nicht voll. Brot ist gut. Ja, bingo, alles ausgezeichnet. Was macht unsere Ausgrabung? Ja, die ist fast abgeschlossen, zumindest die erste Phase. Drücken wir auf diesen Knopf. Ich warte noch auf den großen Knall. Dann beginnen wir die nächste Phase. Und jetzt wird da Kram hingeliefert. Und es geht auch unser Sprengmeister dahin. Und dann wird das Ganze hier gesprengt. Warten wir kurz ab. Meanwhile. Können wir ein paar Gebäude hier nochmal verbessern? Die hier? Was ist los? Fehlt uns da was? Wieso ist der Aufstieg nicht möglich? Ach, weil wir ja gerade keinen Fisch haben. Die Bedürfnisse sind nicht cool gestillt. Uns fehlen ja diese Fischgeschichten. Ist eigentlich mittlerweile mein Kutter da mal angekommen und hat den Kram eingesammelt? Just in diesem Moment. Wunderschön. Oh, hier liegt aber jetzt mehr als vorher, oder? Nee. Immer noch der Kram. Bringen wir das zu Bleakworth. Hierhin. Alles klar, das ist die Gefängnisinsel. Unser Schiff ist auf dem Weg, in 5 Minuten ist es da. Und es sieht soweit gut aus. So. Wir warten immer noch auf diese Sprenggeschichte. Normalerweise läuft das Ganze natürlich ein bisschen organischer Hand in Hand, aber dadurch, dass ich das jetzt ja schon gestern Nacht, übrigens, ich habe zwischendurch die Meldung gekriegt, es gibt ja bei Anno immer diese Meldung, sie spielen jetzt seit 2 Stunden. Sie spielen jetzt seit 4 Stunden. Wollen Sie nicht mal eine Pause machen? Ich hatte gestern die Meldung, sie spielen seit 10 Stunden. Es gibt übrigens keine Achievements für die längste Spielzeit. Also das halt haben sie wirklich gesagt. Darüber könnt ihr auch, wenn ihr selber nachprüfen wollt, sehen, dass ich gestern die 10 Stunden am Stück gemacht hatte. Und nee, da soll es keine Achievement für geben, hat das Spiel mir gesagt. Und dadurch sind wir jetzt ein bisschen schneller, als die Kampagne eigentlich designt ist. Ihr seht das, wir müssen jetzt warten auf diese Geschichte. Ja? Aber das muss man bei Anno ja eh. Man hat ja zum Glück genug Nebenbeschäftigung. Wir könnten jetzt viele verschiedene Dinge machen. Eine davon ist Werbung. Lassen wir das mal laufen und sprengen dann gleich den Damm, wenn wir wieder da sind, okay? Ich beiß noch ein bisschen in meine Pizza rein und gucke in den Chat, ja? Bis gleich? Bis gleich.
wieder. Ja, weiter geht's. Wir sind direkt vor den Toren von Bleakworth. Da wollten wir nämlich gerade hin und die Beweise abliefern. Wenn wir das Ganze hier anklicken, sollte das auch starten. Rücken Sie endlich damit heraus. Yep. Ein gerechtes Ende. Okay. Ich bin mir jetzt in diesem Moment gar nicht sicher, ob das so eine zufallsgenerierte Mission war, die ich da durch dieses Schiffsdurcheinander aus Versehen angenommen hatte. So. Wir warten auf die letzte Phase. Ich habe die ganze Zeit laufen lassen in der Werbung. Und ihr seht, diese letzte Phase läuft noch. Hier wird nacheinander... Was bringen die hier? Was das Wolle, ne? Wie sieht denn unser... guck mal. Dadurch, dass unsere Produktionskette für die Arbeitskleidung so auf Kante genäht ist und die Wolle, die wir produzieren, auch 1:1 verarbeitet wird zur Arbeitskleidung, haben wir nun einen relativ geringen Vorrat an Wolle. Das verzögert es natürlich ein kleines bisschen. Aber was man machen kann bei diesem Spiel, was ich persönlich eigentlich nie mache, ist das hier. Vorspulen. Naja, dann seht ihr jetzt, wie das hier ein bisschen schneller vonstatten läuft. Gucken wir mal, wie viel nimmt der jetzt mit an Wolle. Er geht zurück ins Lager, hier mit x-facher Geschwindigkeit. Erledigt. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. 5 holt er, ja, seht ihr, das geht doch. Wobei, das hatte ich bei mir zu Hause genau das Gleiche. Seht ihr, jetzt kann ich die Lunte zünden, obwohl eben gerade noch offensichtlich Wolle gefehlt hatte. Das hatte ich gestern Abend auch. Das war ganz... Na gut, ist ja egal, wir zünden die Lunte. Zünd den Knaller! Achtung! Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass Sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Oh oh, meine, der Berg steht da gleich noch. Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Tada! Eine besondere Ausgabe aus ganz besonderem Anlass. Okay. Du hast zu viele Leichen im Keller. Ja, und? Guck mal, wir haben das weggesprengt. Da arbeiten wir den ganzen Tag drauf hin. Jetzt endlich kommen wir zum Eisen. Und jetzt können wir endlich diesen ganzen Kram hier machen, der die ganze Zeit schon auf uns wartet. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Eisenminen. Mehrere. Erstmal, wir machen erstmal eine, oder? Es gab eine Chance, als ihr Vater noch lebte. Legen gleich richtig los. So unnötig hinauszögern. Jetzt, da er weg ist. Dann brauchen wir einen Hochofen. Den setzen... Jetzt sich hier hin. Und wir müssen einmal überprüfen. Wir haben hier 15-Sekunden-Takt. Samuel, niemals aufgegeben. Oh, da können wir gleich noch einen bauen. Noch einen Hochofen. Und am Ende brauchen wir denn hier das dicke Ding, das Stahlwerk. Und das Stahlwerk... Nee, das setze ich... mir so hin. Und dann brauchen wir natürlich ein Gebäude, das das Ganze einsammelt. Das Lagerhaus. Das Lagerhaus setzen wir hier hin. Dann haben wir ein paar Straßen, die hier lang gehen und hier lang gehen. Und dann haben wir eine schöne Produktionsstätte für Stahlträger. So schnell baut man die auf. Was noch fehlt, ist die Köhlerei. Ist klar, da müssen wir ein paar Bäume verbrennen, damit wir genug Kohle haben. Ich würde sagen, die setzen wir. Ganz einfach. Hier hin.
Weil wenn wir die hier hinsetzen, dann kann man perfekt einfach nur ein kleines Sträßchen hier hinziehen. So sieht der Verteidigung des Endes. Und die. Oh, nee. Dahin. Oder wisst ihr, dann machen wir es auch gleich so. Zack. Aber ich weiß gar nicht, die Kohleproduktion ist zu langsam. Wollen wir noch so ein Kohleding bauen? Wollen wir die einfach, wollen wir hier noch eine Kohleproduktion hinsetzen? Weil hier ist ja ein Zement, ist auch noch, hier ist Kupfer. Im Grunde ist es egal. Aber wisst ihr was, wir setzen hier, hier wollen wir ja die Schweineproduktion. Dann setzen wir das hier mit hin. Machen das so. Oder so. So, ne? So ist besser. Dann hätten wir das Ganze. Zwei Kohle-Dinger hier. Eisen. Jetzt kriegen wir richtig viel von den Stahlträgern. Ihr seht, die werden schon angezeigt. Ich brauche mehr Arbeiter. Oha, ja. Jetzt ist natürlich diese ganze fette Schwerindustrie braucht natürlich verdammt viel Arbeit. Jetzt müssen wir ganz schnell mal. Oh, das dürfen wir nicht vergessen hier. Einmal die Geschichte. Lasst mich das einmal kurz. So, komm, das machen wir später hübsch. Wir brauchen gerade Arbeiter. Was ist los mit euch, ihr faulen Säcke? Zieht da ein. 420, das heißt, wir brauchen 20 Gebäude. Das waren 6. Oder wie viel? 120 drin, oder? Ja. 6. Das musste jetzt in Druck gehen. Ja, komm. 12. 18. Zum Glück haben wir genug Ressourcen. Ihr seht, das Holz hat es jetzt komplett aufgebraucht, aber es hat genau hingekommen. Wir können jetzt noch schnell ein paar Gebäude platzieren. Und dann sollte das ganz schnell mit der Arbeitskraft funktionieren. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wo denn? Hier. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, unsere Schnapsfabrik ist explodiert. Das ist ja auch lustig. Aber die ist ja im Einzugsbereich. Nee, ist sie gar nicht. Wo ist meine Feuerwehr? Oh, da ganz hinten. Ach, sorry. Falsche Postleitzahl. Wir löschen nur hier. Rein theoretisch könnte man ja mal probieren, wenn man hier so eine Straße, ob dann, was sagt die Feuerwehr jetzt? Nee, die liefern nur bis hier. Ja klar, nur wenn wir eine Straße ansetzen, sind wir noch die andere gleiche Postleitzahl hier. Ja, jetzt brennt hier unsere Produktion ab. Und ich lasse das gerne einfach auch. Also ich meine, ich könnte jetzt hier für dieses eine kleine Feuerchen eine Feuerwehr platzieren. Und das machen wir auch. Komm! Nicht immer so knauserig sein. Wir wollten ja eh eine auf der Seite und eine auf der Seite. Und dann machen wir das doch gleich. Dann setzen wir die hier hin und dann ist eigentlich unsere. Oh nein! Habt ihr das gesehen? Das hätte richtige Explosionsanimation gegeben, wenn hier so eine. Oh, jetzt haben wir keinen Alkohol mehr. Was machen wir denn jetzt? Die Schnapsbrennerei ist down. Der Kartoffel hoch auf. Wir müssen schnell hier die Schnellausbildung. Das ist dieser Wochenendkurs, der findet gerade statt hier. Deswegen müssen wir kurz warten, bis der abgeschlossen ist. Zack. Na? Wir können uns dann noch mal ein bisschen den Kram angucken hier, ne? Woolen Schmocks. Steht hier. Schafe relativ unbeeindruckt. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, danke. Es mangelt an Feuerwehrleuten. Das ist gerade das Problem, Junge. Hoffentlich brennt er nicht gleich wieder ab. Ist vielleicht ein bisschen zu früh, den Kram aufzubauen, während der Nachbar noch brennt. Aber da kommen sie. Mit hier ihrer antiken, mit ihrem antiken Löschschlepper. Mit dieser Handpumpe.
Die Pferde sehen ein bisschen aus, als hätten sie Rollschuhe an. Seht ihr das, wie die da rüber sliden? Kleinigkeiten. Komm, lösch den Kram. Man kann... Ah, das könnte ich an dieser Stelle mal machen. Mal F1 drücken. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und während die hier löschen... Kleiner Rundumblick. Touristen kommen ja später auch noch. Da brauchen wir dann so einen Landungssteg, wo dann Besucher kommen können. Die generieren Geld. Sowieso passieren später im Mid- bis Endgame noch einige interessante Sachen. Ich meine, dieses zum Beispiel das Feature mit der Zeitung. Wir haben einmal die Zeitung, glaube ich, gesehen und da haben wir höchstens gerade mal ein Foto für gemacht. Später können wir die Zeitung beeinflussen, sagen wir mal, zensieren. Das Ganze hat einen Einfluss auf die Laune unserer Bevölkerung. Das wird noch wichtig am Ende. Das zeigen wir euch aber beim nächsten Mal. Während das hier gelöscht wird. Gut, komm, da müssen wir jetzt nicht ewig zugucken. Ich würde sagen, wir brauchen noch weiter Leute. Irgendwie luppt das hier nicht. Zack. Genug Holz haben wir, um die hier anzubauen. Ihr wohnt bis da unten in den Hafen rein. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Yep. Und zwar dieser Kartoffelhof. Und da steht er wieder. Das war's. So schnell... Baut man eine Stadt nach einem Brand auf? Fehlen immer noch Leute. Ich würde sagen, wir machen noch mal schnell irgendwas. Wie wäre es hiermit? Neue Gebäude wurden freigeschaltet, sagt er gerade. Wir haben wahrscheinlich mit dem Verbessern dieser Gebäude auf Arbeitergebäude jetzt gerade wieder eine Grenze überschritten. Und zwar die hier. Jetzt können wir alle Gebäude bauen. Und da ist schon die Schule. Die können wir auch gleich setzen. Können wir nicht. Da brauchen wir ja Ressourcen für. Haben wir so gut wie nichts. Und ihr seht, wie langsam die Stahlträger jetzt hier reinplätschern. Genau deswegen habe ich von Anfang an schon direkt hier ein bisschen weiter ausgebaut. Ich könnte auch noch so einen Stahlproduktionsteil hier hinfläzen. Das Problem ist, dass dieses Stahlwerk braucht halt 200 Arbeiter. Seht ihr das hier? Das ist nicht wenig. Und lass uns, bevor wir solche Faxen machen, jetzt erstmal die hier wieder normalisieren. Also. Boah, dieses USB-Ding, ne? Keine Ahnung, was das für ein Gerät ist, was hier... Wir brauchen einfach die Arbeiter. Dazu muss ich jetzt hier noch ein bisschen ausbauen. Aber da wollte ich die Schule hinknallen. Dann machen wir hier. Zu wenig Holz. Ja, wenn ihr hübschere Städte habt, ne? Dann Glückwunsch. Meine ist nämlich mega hässlich. Noch. Also diese Symmetrie ist nicht unbedingt der beste Freund der organischen Optik. Das muss man mal sagen. Aber wenn ihr Kraut und Rüben baut, dann verschenkt ihr natürlich auch ein bisschen Platz, ne? Aber eigentlich haben wir genug Platz. Und Geldprobleme gibt es auch nicht so richtig. Gut, wir spielen jetzt hier auf normal. Aber mal gucken. Wir müssen immer noch warten, dass da Leute einziehen. Was soll denn das? Gut. Was man natürlich machen kann. Und vielleicht machen wir das jetzt auch mal ganz kurz, denn unsere Zeit, für heute zumindest, neigt sich dem Ende entgegen. Und es gibt noch einen Bildschirm, der ist mega spannend. Und zwar die Weltkarte. Wir siedeln ja hier. Jetzt zeige ich euch mal was. Ich meine, wahrscheinlich wisst ihr es schon. Aber wir sind hier. Das ist die alte Welt. Das soll so eine Art Europa sein. Alte Welt. Und wir haben hier die neue Welt. Das ist
Sieht man von der Farbe auch hier. Hier so ein tropisches. Das soll Amerika sein. Genau, Südamerika, würde ich sagen. Und, werdet ihr sehen anhand der Einwohner, die wir da treffen. Und, wir sehen auch hier anhand dieser Inselformation, dass das wahrscheinlich die Karibik dann sein soll oder Südamerika. Auf jeden Fall, was wir noch sehen, ist natürlich hier oben. Oh. Ein Eisgebiet. Was mag es damit auf sich haben? Genauso wie dieses, sagen wir, nennen wir es mal Afrika-Gebiet. Arktisch und afrikanisch. Können wir uns so ein bisschen überlegen, was da vielleicht DLC-technisch noch kommen könnte. Auf jeden Fall, was in diesem Spiel drin ist, ist, dass wir von der alten Welt rüber zur neuen Welt schippern. Wir werden hier relativ bald, nicht mehr heute, aber bald eine Expedition rüberschicken. Das wird dann auch unsere erste Expedition sein. Die sind auch noch mal spannend. Da müssen wir dann noch Vorräte mitnehmen und so weiter. Da gibt es verschiedene Chancen des Erfolges und verschiedene Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Das ist ganz lustig. Aber wenn wir dann mal angekommen sind, hier haben wir hier eine Siedlung. Und diese Siedlung wird dann neu aufgebaut. Und zwar mit anderen Einwohnern. Da sind dann Südamerikaner zu Hause. Wie weiß gar nicht, wie dieses Spiel die nennt. Auf jeden Fall müssen wir dann Ponchos produzieren. Und Tortillas. Und Zuckerrohr und Tabak. Das Ganze wird dann natürlich ein bisschen tropischer. Und das macht richtig Spaß. Wenn ihr dann von hier kommt, das Ganze sieht auch viel hübscher aus. Hier so ein bisschen Laubwald mit vereinzelten paar Tannen. Und später drüben habt ihr Palmen. Schöne Sandstrände. Da scheint die Sonne auch viel mehr. Das macht Spaß. Und es ist tatsächlich so, dass nicht wie bei den alten Annos, dass die Kolonie dann ständig Essen liefert an die Hauptinsel. Nein, beide Inseln brauchen sich gegenseitig. Die Hauptinsel braucht dann zum Beispiel, was braucht die Hauptinsel? Die braucht Rum als erstes aus der neuen Welt. Und auf der anderen Seite braucht die tropische Kolonie das leckere europäische Bier. Das ist diesmal so rum. Die brauchen sich gegenseitig. Eine Symbiose wird dort geformt, der Kolonien. Und während wir hier ein bisschen faseln und zugucken, sehen wir, dass wir mittlerweile 9 Stahlträger haben, immer noch hier auf die Arbeiter warten. Aber das Holz ist wieder reingeplätschert. Und das heißt, wir können weitermachen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin kein Freund vom Vorspulen. Besonders bei Anno. Da gibt es immer so viel zu tun. Und ich würde euch auch viel mehr zeigen, würde ich nicht die ganze Zeit so viel labern. Denn ganz nebenbei, wenn ihr nicht so viel labert wie ich und euch aufs Spiel konzentriert, und jetzt habe ich die Straße hier weggeschmissen. Das einmal ganz kurz hübsch machen, dann erzähle ich weiter. Wenn ihr nicht so viel labert, habt ihr nämlich die Möglichkeit, abgesehen von dem Erkunden dieser Karte hier, ihr seht ja, da ist ja noch alles neblig, wir sind hier ein bisschen nach Süden geschippert und haben da ein bisschen was erforscht. Das könnt ihr nebenbei machen. Und je mehr Inseln ihr entdeckt habt, umso mehr Aufgaben werden euch ermöglicht. Hinfort mit dir. Deine Anwesenheit ist eine Bürde. Verschiedene Inseln haben ja verschiedene Parteien. Manchmal sind das künstliche, also KI-Spieler, Computerspieler. Manchmal sind das einfach nur so kleine Computersiedlungen, die nicht unbedingt mitspielen, aber einfach nur da sind. Sowas wie das hier. Die Piratensiedlung von der guten Tante Anne Harlow. Und ihr seht das, ihr könnt hier die Inseln durchklicken. Hier sieht ihr noch eine ganz, ganz klar. Oh, was geht denn hier ab? Die Tiere haben den Gänsemarsch erfunden hier auf dieser Insel. Hammer! Was ist denn da passiert? Sind die da gerade alle an einem Fleck gespawnt oder so? Weiß ich nicht, wie ich das. Das sah gerade ganz witzig aus. Aber diese ganzen Inseln, das kommt als nächstes. Dann macht's noch mal richtig, kriegst einen riesen Spaßboost, wenn wir auf dieser Karte neue Inseln und Kolonien besiedeln. Und versteht mich nicht falsch, ihr besiedelt auf dieser Karte eure Hauptinsel, wie bei jedem anderen Anno auch diese Nebeninseln, die ihr besiedeln könnt, plus in der Weltkarte noch später, die übrigens sowas von schnell, seht ihr das, wie schnell die lädt? Später besiedelt ihr noch das, habe ich euch gesagt. Guck mal, wie schnell der jetzt wieder reinlädt. Zack, Doppelklick und wuh!
Und das geht tatsächlich auch, wenn ihr zwei Siedlungen habt. Wenn ihr zwischen Siedlung A und B hin und her schaltet, also zwischen alter und neuer Welt, ich weiß nicht, wie sie das machen. Mega gut. Hut ab von mir da nochmal, dass das so ohne Ladezeiten ratzfatz zwischen den Siedlungen hin und her geschaltet wird. Weil das muss man häufig tun und das wäre ein absoluter Nervfaktor gewesen, wenn man zwischen den Siedlungen immer laden müsste. Krass gemacht. Ja, wir warten immer noch auf unsere Arbeiter. Wir können es leider nicht allzu schnell beschleunigen, da wir ressourcentechnisch ein bisschen aufpassen müssen. Wir haben nicht unendlich Ressourcen, aber jetzt langsam, und wenn das denn auch auf Null ist, läuft auch endlich unsere schwere Industrie auf 100%. Okay, komm, ihr auch noch. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Lag hier nicht noch Holz rum? Ja, da lag Holz rum, also machen wir ganz schnell das auch noch. Oh, jetzt fehlen uns die Bauernhäuser. Das ist ja übrigens auch, das wird euch wundern, wenn ihr das erste Mal Anno 1800 spielt. Wenn ihr die Bauern zu Arbeitern ausbildet, habt ihr natürlich mehr Arbeiter. Aber weniger Bauern. Und das war früher keine Mechanik, auf die man achten musste. Aber jetzt ist tatsächlich so, dass ihr die Bauern immer noch benötigt. Früher brauchtet ihr die nicht mehr. Wenn ihr da einmal die Aristokraten hattet oder was auch immer die höchste Stufe war, in welchem Teil, dann brauchtet ihr die Bauern nicht mehr. Und in diesem Teil ist es so, Bauern braucht ihr bis zum Ende. Es wird niemals irgendwie ein Handwerker aufs Feld gehen, um das zu bestellen. Spielstand gespeichert. Das werden immer die Bauern machen. Und deswegen müsst ihr aufpassen, dass wenn ihr von der Mitte raus eure ganzen Gebäude hier verbessert, zu den Arbeitergebäuden, dann werden es ja immer weniger von den Bauern. Aber das Gute ist, ihr seht ja, die Bauern haben ja keine Bedürfnisse groß. Alles, was sie brauchen, ist die Arbeitskleidung und die Fische. Und das hat für mich auch erstmal einen Moment gedauert, bis ich das tatsächlich dann realisiert habe, dass diese Bauern gar nicht, ihr müsst da von Anfang an gar nicht so doll drauf achten, wie ihr die platziert. Weil dadurch, dass nur diese beiden Bedürfnisse gestillt werden müssen, müssen die nicht in der Nähe sein von dieser, von diesem Wirtshaus oder von der Schule, die wir bald bauen werden. Die könnt ihr überall bauen, sie müssen nur in der Nähe von dem Marktplatz sein. Und Nähe ist in Anno 1800 relativ, ihr seht, Nähe ist sogar hier noch. Hier ist immer noch leicht grün, hier könnte ich auch Gebäude hinbauen, Wohngebäude. Und die Leute würden trotzdem als Bauern dort einziehen. Das finde ich ganz interessant. Ich kann jetzt, also ich muss gar nicht so filigran jetzt hier gucken, sondern ich kann einfach Whams auch hier ganz außen platzieren, weil ich weiß, Marktreichweite haben sie sowieso. Und jetzt sind wir hier endlich wieder im Positiven. Diese Schwerindustrie hat uns kurz gehemmt, aber jetzt läuft das hier mit 100%. Jetzt klickern hier die Stahlträger auch ein bisschen schneller rein. Ich glaube, alle 45 Sekunden kriegen wir einen Stahlträger rein. Ansonsten sieht es mit den ganzen Ressourcen, die wir dazu brauchen, ausgezeichnet aus. Wir haben mehr Eisen, als wir brauchen. Es fehlt ein bisschen Kohle. Da hätte ich gern, dass das hier ansteigt. Aber ansonsten hier alles grüne Pfeile. Selbst die Wurst. Nur der Alkohol, der fängt an zu versiegen. Und das ist natürlich gefährlich. Wenn der Alkohol versiegt, gibt es nichts zu trinken. Denn bis jetzt ist das alles, von was sich unsere Siedler ernähren. Wir haben hier nämlich eine ganz interessante Insel. Alles, was es zu essen gibt. Also ja, wir haben Schweine, aber die sind ja dazu da, um die Seife zu produzieren. Das wusstet ihr ja. Wir essen auch keine Schafe, weil die sind dazu da, unsere Klamotten zu produzieren. Wir essen nur Fisch und Kartoffelschnaps. Das ist aktuell, wenn wir hier reingucken, alles. Und ja, jetzt neuerdings Würstchen. Stimmt, ja, natürlich, ganz genau, Würstchen. In irgendwas, ne? Man muss ja irgendwas dippen in den Schnaps. Also dippen wir da Würstchen rein, so funktioniert. Oh ja, Brot haben wir mittlerweile auch. Ach, guck mal, ich dachte, wir wären alle relativ unterernährt, aber es sieht gut aus. Brot haben wir auch. Ja, gar nicht so schlecht. Bier kommt als nächstes. Bier machen wir aus Weizen.
Wir könnten die Schule bauen. Nee, können wir noch nicht. Jetzt geht's nämlich los. Ihr seht, wir brauchen diese Stahlträger. Die brauchen wir auch hier. 4 für eine Mälzerei, 4 für eine Brauerei, keine für eine Hopfenplantage und Getreidefarm haben wir schon. Und das können wir jetzt eigentlich auch ratzfatz erledigen. Machen wir das. Wir machen mal schnell. Das geht auch fix. Die lustige Malzfarm. Nee, was ist das? Eine Mälzerei. Ja, ich habe da zu wenig Ahnung von der Bierherstellung, aber ich wundere mich gerade, wie man Malz aus Getreide macht. Oder ist Malz auch ein Getreide? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Hopfen haben wir auch noch. Ja, ich schätze mal, Malz ist auch ein Getreide, ne? Ich kann hier keinen Hopfen anbauen? Laber nicht. Ich kann hier keinen Hopfen anbauen. Danke für den Tipp, guter Rated 313. Das ist aber auch ganz gut, dass ich das nicht kann, weil das erinnert mich daran, euch zu sagen, dass selbst die Kampagne leicht zufallsgeneriert ist. Ich kann hier jetzt keinen Hopfen anbauen. Und wie ihr wisst, Hopfen ist eine der Hauptzutaten für Bier. Das brauchen wir. Also kein Bier für uns. Ein Problem. Was machen wir? Jetzt müssen wir an diesem Zeitpunkt langsam über Expansion nachdenken. Wir haben nämlich hier eine Insel, die hat die Fruchtbarkeit Hopfen. Wundergeil. Salpeter ist auch da. Gibt es noch eine andere Insel? Eine, die vielleicht ein bisschen sexier ist und vielleicht noch andere Fruchtbarkeiten hat, die wir mittelfristig benötigen? Was ist mit dir? Du hast Hopfen und Paprika und Trauben. Die ist viel interessanter, diese Insel. Diese Insel hier gehört leider schon der guten, wie heißt sie? Prinzessin Qing. Was wir aber machen können in Anno 1800, und da gucken wir auch jetzt einmal ganz kurz drauf, ist hier diese Inselanteile kaufen. Das kann man alle 10 Minuten machen. Wir machen das jetzt einmal. Wir kaufen von der guten Tante Qing diesen Anteil. Der kostet mich 50.000 Geld. Das ist sehr viel. Macht aber nichts. Und dann läuft ein Counter runter von 10 Minuten. Das findet sie jetzt nicht so gut. Aber wenn wir genug Anteile erworben haben, können wir die Insel übernehmen. Vorher müssen wir sie noch einmal kaufen. Das gibt dann ziemlich einen Malus auf die Diplomatie. Das ist also für die Diplomatie nicht so schön. Aber gut, ihr könntet sie auch mit Schiffen angreifen und beschießen, wenn ihr den Hafen dann abknallt. Ne? Habt ihr es auch. Aber gut, ist beides nicht so gut für die Diplomatie, ne? Aber gut. Habe ich noch irgendwas, was ich vielleicht zeigen sollte? Von der ersten Session. Gut, ja, klar. Die Stadtattraktivität, ich glaube, die habt ihr schon mal gesehen. Ne? Die habe ich euch auch schon mal gezeigt in der Beta. Hier wird einfach nur noch mal in Zahlen verdeutlicht, verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel euer Kulturausstoß. Ne? Ihr werdet später einige Kulturgebäude bauen, wie zum Beispiel den Zoo oder die Weltausstellung. Wie schön sieht es bei euch aus, naturtechnisch? Wir können da draufklicken und sehen, dass die Landschaft da momentan den Hauptausschlag bringt. Ansonsten, umweltverschmutzungstechnisch sind wir mit Kühlerei, Hochofen und Stahlwerk schon so ein bisschen im roten Bereich. Aber gut, das lässt sich nicht vermeiden zu Anfang. Bis zur nächsten Stufe brauchen wir auch nur noch 3 Punkte. Dann sind wir bei einer Attraktivität von 250. Und dann sind wir nicht mehr nur eine originelle Hafenstadt, sondern dann sind wir irgendwas wie noch besser. Ja, das Ding. Gut, hier kann man auch noch... Da sehen wir den Kram. Ach ja, klicken wir noch einmal kurz. Ihr müsst auch immer dran denken, dass wir zum Beispiel bei so Leuten wie hier. Dem, da müsst ihr gucken. Das kostet nicht allzu viel. Ihr braucht diese Charaktere. Das sind so Items, die können Buffs bringen. Buffs auf Schiffe, manchmal auch auf Gebäude. So Gebäude wie zum Beispiel das Rathaus oder auch andere Gebäude können besetzt werden mit diesen Figuren hier. Und zum Beispiel der, was ist das? Hatten wir da nicht einen Reparateur? Der Reparateur gehört zum Beispiel in die Handelskammer, was ein Gebäude ist, ähnlich wie das Rathaus. Und ihr seht hier, dass die Produktivität erhöht wird um 20%, und zwar vom Gebäude Nähmaschinenfabrik. Da müsst ihr dann gucken, ne, welcher Typ passt zu welcher Produktion, wie baut ihr das auf, wo setzt ihr den rein. Aber so geht das Ganze. Und wir müssen die Kanonengießerei übrigens jetzt langsam mal bauen, denn wir haben ja tatsächlich es jetzt geschafft, hier unsere Produktion
an den Start zu schicken. Und wenn wir die gebaut haben, wir können jetzt das hier glücklicherweise überspringen, denn das haben wir ja schon, die Vorgebäude für diese Produktionskette besteht. Also eine Kanonengießerei passt doch perfekt hierhin. Oder passt sie dahin? Oder passt sie noch perfekter hierhin? Nee, die passt perfekt hierhin. Da werden Kanonen gegossen. Wie es jüngere Geschwister oft tun. Jetzt können wir diesen Auftrag annehmen und die Schiffe bauen für Sir Archibald Blake. Aber dafür müssen die Kanonen natürlich erstmal produziert werden. Das dauert eine Weile. Wie lange genau steht? Na, wieder mal hier. 1:30 pro Kanone. Kanone brauchen wir für diese Abwehrgebäude, für die stationären, als auch für Schiffe wie die Fregatte hier. Das ist ein Kanonenboot übrigens. Das ist eine Fregatte. Und später kommt dann auch noch der Clipper und das Linienschiff. Und das ist übrigens auch ein kleiner Kritikpunkt von mir. Allzu viele Schiffe gibt es nicht im Spiel. Da hätte ich schon noch irgendwie ein, zwei mehr gerne gesehen. Aber das kommt garantiert in den DLCs dann. Die Schule können wir immer noch nicht platzieren. Uns fehlt ein Eisen. Die würde ich sehr gerne produzieren, weil dann würde es einen ziemlichen Schub geben an Zufriedenheit hier bei den Leuten. Dann würden die Gebäude fast... Guck mal, man kann sie... Einwohnerabstieg sehe ich jetzt auch. Er zum ersten Mal, den Button. Der ist mir nie aufgefallen. Hier, man kann sogar rückwärts aufsteigen, absteigen. Haha. Okay, und immer was zu tun. Wisst ihr, ich will euch den einen Kram erzählen, dann sehe ich, habe ich hier wieder was vergessen. Und eigentlich würde ich gerne auch diese Charaktere kaufen in den anderen Häfen, damit ich die schon mal habe. Und dann müssen wir eigentlich jetzt auch anfangen, die neue Insel zu besiedeln. Dazu müssten wir jetzt eigentlich unser Flaggschiff schon mal ein bisschen, komm schon, beladen. Und zwar brauchen wir für einen kleinen Außenposten 10 Holz und ich glaube 2 Stahlträger. Wir nehmen 10 mit. Und fahren denn hier, wir haben uns ja diese Insel schon so ein bisschen ausgeguckt, wegen der Paprika-Trauben-Hopfen-Fruchtbarkeit. Sekunde, noch hier einmal checken. Hopfen, Jagdgründe, Trauben. Nee, die Paprika hat es uns angetan. Die brauchen wir nämlich wirklich. Die brauchen wir als nächstes gleich. Paprika, Paprika. Und deswegen werden wir hier, würde ich sagen, ja, hier im Norden einen Hafen anlegen. Das werden wir heute nur leider nicht mehr schaffen. Ein letzter Blick. Wir können die Zeitung jetzt nochmal... Nee, komm, es gibt immer was zu tun. Ich muss jetzt hier speichern an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wir haben gespielt... 12, 13, wir haben 3 Stunden gespielt und haben es jetzt gerade geschafft. Und das ist schon relativ schnell, auf die 3. Stufe zu kommen. Also wir stehen kurz vor der 3. Stufe. Jetzt, wo wir das Eisen haben, sollte es relativ fix gehen. Ich speichere hier noch mal ganz kurz. Und danach, also ich sage euch, was jetzt als nächstes passiert. Nicht, dass ihr denkt, dass das Spiel jetzt quasi das hier alles gesehen hat. Überhaupt nicht. Das war gerade mal der Anfang. Wir erreichen jetzt gerade mal die 3. Stufe. Und wenn wir die 3. Stufe erreichen, kommt das erste Mal die Situation, dass wir Ressourcen brauchen, die auf unserer Insel nicht vorhanden sind. Haben wir ja jetzt sogar schon in Form von Hopfen. Und dann müsst ihr anfangen, Kolonien zu gründen. Dann fängt es an, diese Handelsrouten mit den Schiffen zu bauen. Dann baut ihr erst kleine Schiffe. Dann müsst ihr aufpassen, dass die Schiffe bewacht werden. Dann baut ihr große Geleitschiffe. Dann entdeckt ihr auch noch die neue Welt. Das kommt auch bald. Nicht mehr lange dauert das. Und dann schippt ihr hin und her und dann habt ihr die tolle das Tropenareal. Und dann wisst ihr, wo soll ich denn jetzt meine Häuser bauen? Im Tropenareal oder in der alten Welt? Das sieht beides so hübsch aus. Überall gibt es Aufgaben zu tun. Ihr kommt gar nicht hinterher und das ist das Schöne daran. Es gibt niemals eine Auszeit bei Anno 1800 und ihr könnt das zig Stunden spielen, ein Endlosspiel. Das hier war gerade mal der erste Tropfen auf dem heißen Stein. Wir werden es nochmal wieder zocken. Achtet auf den Sendeplan. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wann wir das machen. Was ich euch sagen kann, ist, dass Ende des Monats ein großer Anno-Gipfel starten wird, wo wir 4 Leute gegeneinander spielen lassen. Und ansonsten war's das von mir. Jetzt seht ihr noch mal eine kleine Doku zu Dream und danach geht's weiter mit Dream Life. Also, das war's von mir. Danke und ciao.